Bro, keiner weiß, aber jeder weiß. Absolut. Wir sind bei Hotpot, yeah! Yeah. Darf ich das sagen wegen der Finanzen, Bro? Ich sag nicht mehr, Bro. Also, ich darf nicht mehr sagen. Was heißt SBN? Jo, herzlich willkommen zurück im Hotpot-Studio. Ein riesen Applaus für SBN, Tom und Baki. Bro. Herzlich willkommen bei uns. Schade, Jungs, schade. Danke für die Einladung. Hey, danke vielmals, dass ihr vorbeigekommen sind. Bevor wir anfangen, möchte ich zuerst noch zwei Shoutouts geben. Ein großer Shoutout geht an Louis Schneider raus fürs Mikrofon und Dex Music. Danke vielmals. Und dann noch Shoutout an House of Passion für die Pullis. Ja, Mann! Auf jeden Fall, nice, dass ihr dabei seid, freut mich mega. Lang ist es her, wo man nichts mehr von euch gehört hat. Wann war die letzte ESPN-Party? Ja, jetzt fragst du etwas. Ey. Das war an der Fasnacht, wo das damals nicht stattgefunden hat. Dort haben wir ja die Notfallparty gehabt, die 24 Stunden bevor die Party war, haben wir die Party angesagt. Ja. Und ja, es ist. Wo ist das? Welchem Club? Chocolate Club, Bro. Es ist stattgefunden kann. Ja, Bro, die letzte Party, Bro, bevor der Club zu ist. Eiskalt. Mega, yes. Und wie viele Leute sind gekommen? Haben das gesehen? So plus, minus, Bro, Zahlen. Ich denke so 350. Ja. Im Jockey? Wild. Ja, oder auch nicht, Bro, es ist lange aber so her, ungefähr, so ungefähr. Yeah, was ist das, ein Jahr? Mehr als ein Jahr? Bro, es ist genau jetzt ein Jahr und... Ich glaube, 16,5 Tage. Okay. Ja, geil, Mann. Auf jeden Fall lustig. So SBN. SBN ist ja auch langsam so ein bisschen ein Name. Wie ist SBN eigentlich entstanden? Also, was ist der Ursprung von dem, dass er gesagt hat, hey, wir gründen eine Gruppe oder was weiß ich? So, wie hat das schon angefangen? Bro, das ist lange her gewesen. Wir sind jung und dumm gewesen, weißt du? Jetzt sind wir ein bisschen älter und noch dümmer. Aber. Da haben wir uns gesagt, ey, es läuft nicht in Basel Stadt, weißt du? Das ist immer etwas gesehen, was uns richtig Mühe gemacht hat oder mehr. Wir sind ja aufgewachsen in der Hut oder du ja auch, weißt du? Wir kennen uns ja auch. Gellert, ja. Und ein paar Homies sind geshootet worden und da haben wir gesagt, Alter, es langt. Wir gehen jetzt in die Clubszene, nehmen alles auseinander. Und dann haben wir, Bro, ich weiß nicht mehr. Bro, doch. Doch, ich weiß genau so noch. Und dann haben wir angefangen, weißt du, wir haben zuerst T-Shirts verkauft. Ah ja, voll. Und mit dem Geld haben wir dann Hochrisikokapital gehabt, wo wir dann auch dementsprechend investiert haben in den Club. Gewerbefestival, hast du das doch gesehen? Doch. Genau, das ist dort. Mit dem haben wir ein bisschen Umsatz gemacht, ein bisschen gewöhnt. Und das haben wir dann reinvestiert in die erste Party im Borderline. Ist das gesehen, K-Way? Oder Sausage? Nein, das, oh, das ist Sausage-Up gewesen. Sausage-Up gewesen, genau. Ja. Borderline, genau. Das ist ganz wild gesehen. Ich kann mich noch gut erinnern. Ja. Sehr crazy gesehen, Mann, ja. Und dann haben wir gesagt, Alter, jetzt sind wir dran, jetzt gehen wir rein. Alter, und der Rest ist Geschichte. Ganz ehrlich. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir jetzt da, sind wir da, Mann. Wir haben es geschafft. Ganz klar, Mann. Genau, ich kann mich pensionieren. Bro, ganz ehrlich, appreciate, Bro. Bro, ich appreciate dich. Einfach, dass ich es mal gesagt habe, ist Covid wegen Video. Ja, sorry, voll vergessen. Ey, wir sind geimpft. Oder, Bro, wichtig. Ja, wir sind geimpft. Ja, krass. Und warum Partys? Warum haben wir gesagt, wir machen Partys, warum haben wir nicht irgendwie andere Sachen organisiert? Man kann ja sonst etwas der Jugend zurückgeben. Ja. Haben wir auch gemacht, Adriano. Fußballturnier haben wir ja zum Beispiel gemacht. Aber das ist ja später gekommen. Ah, du meinst, ja, am Anfang? Ja, also, genau. Wir gesagt haben, wir fangen mit Partys an. Also. Ja, ich glaube, das ist so etwas, wo halt viele Leute verbindet und wie jetzt an einen gemeinsamen Ort bringt. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, logisch. Genau, ja. Logisch. Und so sind dann angefangen. Wann war die erste Party gewesen? Was ist das? 2017? 18? So, bisschen. 17, sagen wir 17, Bro. 17, gell? Und das Wichtige ist, wieso Partys? Weißt du, man hätte den Leuten auch können, weißt du, Drugs, Gas, sogar irgendetwas. Nein, Bro, aber wir keep es ja cool, wir keep es ja direkt, weißt du? Ja, klar. Und wir haben gesagt, say no to drugs. Ja. Und Bro, bei uns, Bro, du weißt schon, wie man das bei uns macht, du machst so, no. Weißt du, was ich meine? Wir verstehen die Tom, auf jeden Fall. Easy, Bro.
ich sage nicht mehr es. Jungs, ich habe schon mega viel gesagt, wo ich zähle. Nein, Mann, du machst das super, du machst das super. Wir sind richtig stolz auf dich. Also, du, volle Einsatz, das ist wichtig. Was sind eigentlich die genauen Mitglieder von SBN? Also wer ist alles SBN, weißt du, noch drinnen so? Ja. Mhm. Tom, Wagi. Willst du die Hälfte sagen, ich sage die andere Hälfte, Bro? Ah, Bro, sag die schwierige. Ich kann aber, die einfache kann ich auch. Also, nicht. Ich fange mal an. Der Tom, der Wagi. Bro, du bist ein Hund. Und dann haben wir noch den David. Der Matti, der Samuel, der Ricardo, kennst du, oder? Ja, danke. Der Alexa. Ah, ja. Ja, wichtig. Der Dani schon gesagt. Dave, Bro. Remo und David, hast du gesagt. Und ja. Lennart. Ja, Lennart, Remo. Ja. Genau. Den haben wir noch extended, weißt du? Und so Alpha-Tier, kenne viele nicht, wo ist Kamera dort? Pascal Konza, das geht an dich, Bro. Darf ich das schnell erzählen? Das ist so funny. Hause. Bro, los, Bro. Wir haben jemanden in der SBN-Crew, wo jetzt bald 40... Ist das 40 geworden? Er ist 40 geworden. Er ist 40 Jahre alt. Das wissen die meisten eben nicht. Wir haben die Person, also den Pascal haben wir, glaube ich, 6 Mal im Leben bis jetzt schon gesehen. Aber der ist schon seit Tag 1 im Gruppenchat. Wild. Fun Fact. Ja. Kannst du mal dein Lachdings machen, wenn das jetzt gerade so funny ist? Lacht ihn. Das ist geil. Nein, das ist geil. Ja! Ich weiß auch nicht. Oh, Scheiße. Scheiße. Ja, krass. Okay. Ja, wild. Und weißt du, Pascal heißt er, oder? Genau. Den habe ich noch nie gesehen. Er ist Whirlpool-Verkäufer an der Muba. Und dort haben wir ihn als kleine Goons, Bro. Weißt du, das sind so ganz kleine Goons gewesen, Bro. Mit 15, ich bin dort erst etwa 2,5 Meter gesehen, der Baki noch 1,7 Meter. 2 Meter breit. Und dann haben wir den Goon angesprochen, weißt du, der ist voll drauf gewesen und so. Und später hat er mir dann mal im Privaten erzählt, er ist dort jeden Tag auf Drugs gewesen, damals ist er so gut drauf gewesen. Und ich habe gesagt, ich appreciate es, weißt du, was ich meine? Ja, mit 15. Mit 15, weißt du, hast so gedacht, der ist einfach cool. Das ist cool, ja. So eine coole Sache, oder? Ja. Und dann sind wir mit ihm in Touch geblieben, wir haben es gut gehabt und so. Er konnte eben aus Zürich gehen, weißt du. Okay. Und da sind wir aber auch interkantonal vernetzt. Also das vergessen viele, dass wir nicht nur so local-based sind, weißt du. Ja, ja, und er hat auch einen Flair führt oder zu Techno-Musik. Ah, okay. Er ist DJ. Ah, oh, wild. Genau, hat er schon mal aufgelegt bei SBN-Partys? Ja, Bro. An der ersten, glaube ich, wo nicht gelaufen ist in der Winterräume. Ah, doch, Bro, das war bumsvoll gewesen. Es war immer bumsvoll gewesen. Ah, im Borderline war dann. Ja, im Borderline. Das ja. Hat aufgelegt. Aber ich weiss, ich bin so seit ab 1, 2 bin ich dabei gewesen. K-Way 1, K-Way 2. Du bist, glaube auch jedes Mal drin gewesen. Ey, fast immer, ja. Du bist auch vor allem in jedem Musikvideo, glaube ich, drin gewesen. Ja, fast in jedem. After-Video. Ja, After-Video. Ja, fast in jedem drin gewesen, ja. Ich glaube, im letzten, wo Chocolate bin ich nicht gesehen. Das weiss ich noch an Fasnacht. Aber sonst, glaube ich, immer dabei gewesen. Heftig. Treuer Supporter. Treue Supporter. Alter, Maschallah, Bro, was will man noch dazu sagen? Man, sehr nice. Wow. Das geht aber kleiner, Bro, weißt du, weil du nicht immer dabei gewesen bist. Aber no offense, Bro, kann ja noch werden. Ja, ja, was nicht ist, fix. Bro, darf ich Konfuzius einmal zitieren, Bro? Würde ich das stören? Nein, gar nicht. Was nicht werden kann ja noch ist, Bro. Macht Sinn. Ich habe mir versprochen. Gemsehaut. Gemsehaut. Wir haben gar kein Lachen mehr drin. Wir haben das Lachen rausgenommen. Ah. Bro, Partner, ich gang stört Bro, 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 Bro. Ja, wild. Und was sind so Ziele von SBN? So, was haben wir vor in Zukunft? Was steht noch an? Das ist eine gute Frage, Bro. Die Sache. Willst du Bro, mal ein bisschen anreissen, Bro? Weißt du, was ich meine? Also, was sicher mal. Redig. Ja, ja, ist gut. Was sicher mal ein primäres Ziel ist von uns, all die Bad Vibes auf dieser Welt zu den guten Vibes zu ändern, Bro. Weil ist es das sind auf viel Tape? Zu viel, es sind viel zu viel Bad Vibes auf dieser Welt. Und wenn du gute Vibes spreadest, dann catchst du auch gute Vibes. Mhm. Und das ist so meine, unsere Ansicht von der Welt und das wollen wir halt auch weitervermitteln. Teile, ja klar. Genau. Das unterschreibe ich das sofort, ist so, Jungs. Das ist so eben das ist so wie der Grundsatz. Mhm. Und dann baut sich das Gebäude das, halt auf, ja, und das sind halt viele Sachen, die der Tom dann jetzt gerne tut, euch erläutern. Aber was ist so konkret geplant? Weißt du, wir sind ja eigentlich am Peak, hätten wir uns eigentlich so abgewürgt mit der Pandemie, oder? Wir haben dort ja Plan mit der St. Jakobshalle. Wir haben ganz, ganz viel Aufgleis gehabt, was dann leider alles im Sand verlaufen ist. Ja. Was hast aber jetzt du jetzt sagen, Bro? Oh, fuck, Bro. Egal, Bro. Scheißegal.
Joke. Also, nein, wir haben viel geplant, weißt du. Wir haben ja durch ganz, ganz gescheite Investments haben wir unser Geld natürlich in der Pandemie verdoppelt, mindestens Kapital. Wir rufen nachher noch ein Ding an, einen Buchhalter, zum nachfragen, was der aktuelle Stand ist. Das interessiert die Leute sicher. Und das Geld werden wir natürlich als erstes reinvestieren, so wie es sich gehört, in die People. SBNs for the people, jetzt hier jetzt vor ein paar Mal angesprochen. Sehr wichtig. Ist das euer Slogan, oder? SBNs for the people. Slogan. Und das werden wir dann zuerst mal in die Leute zurück investieren und dann langsam, langsam werden wir versuchen, wieder ein bisschen Fuß zu fassen. Weißt? Der Markt ist nämlich gesättigt, eigentlich schon lange und schon immer. Mhm. Aber mit guten Ideen, Innovation kriegt man immer einen Fuß in die Tür. Ja, absolut. Genau. Was haben wir denn jetzt während der Pandemie so gemacht? Haben wir ein paar organisatorische Sachen können planen? Oder? Wir haben ja vor allem mit den, wie hat das geheißen, Bro? Das mit dem DJ und so weiter, wo man da Videos. Ja, voll. Wie hat das geheißen? Ah, das von der YouTube-Post. Wir haben ja eben eine neue Linie wollen starten. Mit Sebastian Konrad, der dabei war. Genau, es war so ein bisschen Berlin-Vibe geworden, so eine träumerische Vibe, Bruder. Weißt du, eben Voyage vom Ort Reisen. Oder dass man als Reisende hier an die. An der, Event an der Event Bro. Kommt, genau, und dann einfach einen Traum erlebt. Alter, aber eben der Conova-Virus, hat ja gemacht, dass wir das nicht haben können machen. Und dann haben wir uns eben entschieden, die Videos zu machen. Wie heisst es? Ich habe das Wort vergessen. Weiß es auch nicht. Bro, so wenn DJs daheim. So Live-Sets. Genau, das haben wir dort gemacht. Ja. Am Flughafen und. Das ist eine coole Aufnahme. Ja. Im Hafen, da, bei dem so hohen Ton. So was hat er jetzt? Gewesen. Was hat er jetzt gemacht, wenn Corona nicht gesehen? Also hat er da etwas konkret geplant? Ja, wir haben schon ein paar Sachen geplant. Vor allem eben, wir hatten noch ein Festival gemacht. Witznau ist noch. Genau, das hat er noch gemacht. Ja, Bro. Das schaffe was? Sie. Maybe wieder auf. Ich melde mich nachher dann. Ja, klar. Ja. Aber es sind jetzt nicht mega viele Pläne, wo du gesagt hast, oh, scheiße, jetzt wegen Corona haben wir es nicht doch, durchziehen Bro, oder schon auch. Doch, unser Terminkalender ist eben immer voll, Bro. Mhm. Und das fickt uns, weißt du? Es wirft uns zurück. Bro, Bro, man hat gesagt, du wirst nicht emotional. Ey, es tut mir leid, ich bin mega emotional. Er ist, Bro, es ist halt, er ist auch für weißt? People, weißt du? Ja, ja, klar. Und das macht uns immer viel. Ja, ja. Ich investiere mega viel Zeit drin, weißt du? Und dann, das kränkt mich, weißt du? Ich bin dann daheim, schaue so die Wand an und denke mir so, what the fuck? Was habe ich dem Conova-Virus gemacht? Ja, klar. Jax? Ja. Hey, sorry, ich habe gerade ein Telefon. My bad, ja. Alles gut, alles gut. Ja. Nein, ist schön auf jeden Fall, eben so, weil die Zeiten von euch gehören. Aber ich denke, wir haben viel auch bis jetzt schon können leisten, sind auch stolz auf die Leistung. SBN ist ein Name in der Partyszene auf jeden Fall. Ja, ist auch schön, dass du das sagst. Ich meine, da geht mein Herz auf. Eine Kulturszene wäre fast schon besser, weil ich würde es eher so nennen. Weil ja, klar. Wir prägen halt Jugendkultur in Basel und das ist uns auch wichtig. Ja. Was ist für euch so der schönste Moment bei SBN, wo ihr gesagt habt, wow. Das ist jetzt wirklich, das ist jetzt emotional auch gesehen. So eine Party oder Fußball. Ich habe einen, Bro, erzähl du deinen zuerst. Bro, erzähl du, weil ich nein, das, Bro, du ganz weißt, ehrlich, das Bro. Wichtig, dass du zuerst das Wort kommst, Bro. Also. Ich brauche noch schon ein, zwei. Also, ich dem erzähl ich nicht so lange. Der Moment, wo ich so. Weißt du, wir haben manchmal Probleme mit Ordnungshütern und so Sachen. Mm. Und der Moment, wenn du dort stehst und sie sagen, okay, schöne Obig noch und sie gehen. Boah. Boah. Das, Alter. Das muss unbeschreiblich sein, Alter, oder? Ich kann es nicht sagen. Ich kann nichts mehr sagen, weil ich nicht arbeite. Aber es, hat eben, es gibt manchmal so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Nichts Schlimmes, weißt du, wir brechen nicht das Gesetz oder so. Ja, ja, klar. Aber Leute um den Club herum, Leute, die den Vibe eben nicht so catchen, manchmal, die brechen halt das Law, oder? Ja. Und wir als Veranstalter haben dann halt immer so eine gewisse Verantwortung und das ist uns auch wichtig, oder? Und wenn man dann am Schluss wie Consent findet, oder sie sind zufrieden, wir sind zufrieden, man hat niemand über den Tisch gezogen, sondern alle können mit einem guten Gewissen heimgehen und sagen, doch, das ist jetzt wieder mal Jugendkultur in seiner pursten Form gewesen. Und für das leben wir am Schluss eigentlich auch. Absolut. Da schließe ich mich an. Ja. Das ist echt ein schöner Gedanke. Was mein schönster Moment war, eben abseits von der
von der Tanzöben ist dort gewesen, wo wir eben das Fußballturnier gemacht haben. Und das Gesicht, die Gesichter von den Leuten, das Lachen in den Gesichtern von den Leuten nach dem Turnier, das ist einfach eine riesige Freude für mich, dass man, weil ich gesehen habe, dass man auch abseits von der Partyszene eigentlich auch Projekte machen können, woran die Leute Freude haben. Und das hat uns sehr viel Kraft gegeben für neue Ideen. Und ja. Ja, logisch, auch für, ich meine, das sind ja auch ja recht viele jüngere Kinder auch noch dabei, die auch gespielt haben. Das sind Jugendliche, Bro. Jugendliche gesehen auf jeden Fall. Nein, cool ausgesehen. Nein, mega cool. Yeah. Und ich bin nicht dabei gewesen, ich habe Videos gesehen, hat, hat lustig ausgesehen. Und ich glaube, das ist immer ein wichtiger Moment, wenn man realisiert, man, man gibt etwas zurück und sind Leute. Man ist halt auch for the people, oder? Ja. Real Talk, ja. Alter, schön gesagt. Bro, mach mal den Applaus, mach mal den Gali, Bro. Ja. Yeah. For the people. Und was auch wichtig ist, was man in diesen Sachen auch immer wieder sieht, SBN ist ein Talentpool von Leuten, oder? Wo jeder etwas ganz anderes kann. Shoutout an den MHA, der cuttet jedes Video. Weißt du, was ich meine? Ja, yeah, ja, klar. Shoutout, ja, weißt du, was ich meine? Klar, klar, logisch. Nein, alle Talente, ich kann sie jetzt nicht aufzählen. Yeah, das ist irgendwo so. Sind die tief vergraben, Bro, ist nicht so. Bro, du hast komplett recht, ganz ehrlich. Ich habe gehört, es gibt auch noch Fragen oder so. Oder, das kommt noch ganz zum Schluss. Weißt du, ich bin mega heiß drauf. Weißt, so alles paar, gut, paar alles gut. Ich hoffe, es ist okay für dich, wenn ich kurz meinen Chai-Kanne auspacke. Weil ich habe noch gedacht, ich bringe euch, also wir bringen auch noch frische Chai mit. Wow. Ich hoffe, es ist ganz geil. Jetzt, ganz geil. Lärmemissionmäßig. Absolut, kein Problem, kein Problem. Ganz cool, ganz cool. Wie ist SBN so auf, also aufgestellt? So, wer übernimmt welche Posten? Also meinst du die Organisation? Genau, die Organisation, genau. Wir sind eigentlich eine Basisdemokratie, okay. Das ist uns auch wichtig. Es ist eine flache Hierarchie, es ist ja so, oder Bro? Ja. Nein, du hast recht. Und meistens gibt es dann, wie, es gibt auch bei uns, das wird man kaum glauben, aber auch mal verhärtete Fronten. Okay. Und dann wird das meistens entschieden einfach mit einer Wahl, Stimmabgabe, oder? Und okay. Man sagt, okay, jeder gibt seine Stimme ab und das, was am meisten Stimmen kriegt, das wird gemacht. Okay. Und das sind dann eben in der Gruppe eben demokratisch. Genau, genau. Und das ist uns auch wichtig. Natürlich, jeder übernimmt seine Posten. Es ist auch wichtig, dass dann jemand am Schluss den Vertrag unterschreibt. Ja. Wir sind ja ein Verein jetzt. Das heisst, das macht der Vereinspräsident und der Vizepräsident und der Rest. Eben jeder hat wie sein Departement, wo auch der Profi ist. Genau. Und der Rest ist einfach völlig loose. Oder? Okay. Einfach, wir gehen mit der Wave, auch mit dem Vibe. Weißt, für das stehen wir am Schluss ja auch. Klar. Oder? Klar. Du schöne Augen, Adrian. Danke, Tom. Danke, Tom. Kann ich dir noch zurückgeben. Was haben dir für... was haben dir für Rollen? Also was übernimmst du, Tom, und was übernimmst du, Bucky? Also es ist meistens so, dass... also in den meisten Fällen ist es so gewesen, dass Tom und ich so wie... Wie soll ich sagen? Dass wir so die sind, wo dann so die administrativen Sachen machen, eben Deal aushandeln, Leute kaputt schlagen, für den Deal Verträge machen, Geld wieder, holen, genau, Schutzgeld. Ja, und halt meistens auch Rollenverteilung. Das schauen wir dann eben, wenn wir fragen, hey Jungs, in Gruppe, ist immer ganz chillig, bro, weißt du, ganz kollegial, wir schreiben in Gruppenchat, hey Jungs, wer macht den Flyer, wer macht ein Musikvideo, so Zeugs. Okay. Und genau, ja. Das kriegt ihr gut an. Da gibt es nie irgendwie mega Komplikationen, so, nein, ich habe keine Lust, Flyer machen oder haben das im Griff, oder? Darf ich das sagen, wegen der Finanzen, Bro? Wer hat das jeder so das Geld gekriegt, Bro? Ich sag nicht mehr, Bro. Also, ich darf nicht mehr sagen. Ja, so schlimm. Scheiße, erzähl, Bro. Ist nein, okay. Also, wir sind jetzt da, das ist ja auch ein Gefäß, das bleibt ja alles in dem Raum. Es ist richtig verstanden. Das ist ja ein Gespräch unter acht Augen, oder? Korrekt, korrekt. Also, yo, Bro, deine Augen. Also, ich sag's ja, Bro, es ist ganz einfach. Ah, die Kamera ist immer noch die Proberunde. Ja, perfekt. Nein, ah, du hast Angst, Bro. Bro, look, nein, Bro, es ist einfach so, wir sind mega. Wir sind wie soll ich sagen, wir sind, der den Flyer macht, der wird natürlich auch entlöhnt mit so fixen. Entscheidung. Okay, okay. Und eben, wenn die Person dann gerade Bock hat, Flyer machen und dann irgendwie 3000 Franken kriegen will, dann macht er das halt und dann kriegt er halt den Betrag. Ja, wir sehen das ganz easy. Genau. Wer Lust hat, ein bisschen Geld zu verdienen, dann macht er etwas. Wer keine Lust hat, macht halt nichts. Ganz genau. Und es ist kein Druck, jeder, der machen will. Eben, wenn er zum Beispiel irgendjemand von SBN eine Party organisieren will, dann nimmt das in die Hand, macht das.
verteilt die Rolle und dann haben wir am Schluss ein super Produkt und jeder ist glücklich. Absolut. Mhm. Absolut. Genau. Aber es gibt natürlich auch manchmal Schlägereien, weißt du? Und wir klären das meistens in Tag-Teams. Also es sind nicht immer 2-2. Es ist so. Und manchmal haben auch der Barki und ich Differenzen, dann sind wir in verschiedenen Tag-Teams. Nein. Und dann tust du einfach drauf reinschlagen, wie so hart du kannst, oder? Ja, und am Schluss ist es dann geklärt. Das ist bei uns auch so eigentlich. Ist bei uns genau das Gleiche. Aber ja, machen wir mit Messer oder ohne Messer? Nein, 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 wirklich nur rein. Oh, das ist easy. Der Tonk kommt manchmal mit Machete und so. Das ist ja. So. Richtig toxisch. Ja, okay. Ja. Ja, und dann sagen wir, toxisch läuft nicht, obwohl wir Scheiße sind. Hey, Jungs, ihr sagt, ganz ehrlich, ist okay, wenn ich Thema mache? Wacki, fühl dich frei wieder. Du machst eben zu viele Augen gerade. Dass das Wasser kocht. Ja, das ist mir cool. Ich habe das gesehen mit einem Thermokanne und so. Das ist sehr gut. Das daheim extra. Oh, schau jetzt. Ich habe gedacht, wir sind hier eingeladen worden. Ich bringe nur das beste Wasser. Und ist das Fiji, Bro, aufgekommen? Bro, nein, Bro, das ist das IWB-Wasser, oder? Ja, kommt das Wasser doch, in Basel von IWB? Bro, ja. Kommt von IWB? Ja, ich IWB, ja, ja. Bro. Ich schau da dann IWB. Ich habe eine offene Rechnung bei IWB, ist schon. Wenn ihr... Egal. Ja, cool, cool, auf jeden Fall. Ja, nein. Was ist da die grösste Party, die er gemacht hat? So, das grösste? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht mehr, ob Sossedop oder K-Way, welche von denen. Ich kann mich noch erinnern, Alter, da habe ich richtig Hate gekauft. Darf ich roten? Ja, sag. Da beim Petersplatz. Ja, wer so? Jungs, Mann, ganz schlimm. Oh, alles ist nicht unsere, nicht unsere Schuld. Ich gebe ganze Schuld ab. Wege, was ist passiert? Bro, darf ich aus meiner Sicht erzählen? Sorry. Sicher. Wir merken, mit Input. Ja. Hey, ich habe mich gefreut, auf jeden Fall Ticket im Vorverkauf geholt, extra gedacht, hey, gemütlich komme ich rein und so. Und das ist das erste Mal, wo SVN-Party richtig überfüllt war. Das habe ich noch nie erlebt. So. Yeah, for real. Und für die Leute, die Verso kennen, Verso hat einen recht kleinen Eingang. Das ist eigentlich das große Problem beim Verso gesehen. Und boah, ich bin dort, was weiß ich, eineinhalb Stunden am Warten gesehen, bis ich mal einen Meter vorher gekommen bin. Und dann haben sie mal Türen aufgemacht, sind mega viele Leute rein. Und ja, aber ich meine, schlussendlich freut man sich ja auch für euch, wenn man sieht, hey cool, die haben etwas erreicht, die haben viele Leute können einladen und viele Leute sind gekommen. Andererseits ist das halt auch mühsam, aber es gehört dazu. Das ist eben, alles gut. Das ist eben genau, das ist das erste Event gewesen, wo man dann wirklich merkt, okay, der Bedarf ist da. Ja, wir können Leute richtig mobilisieren. Ich brauche ganz kurz, ich erzähle, ich bin dort vorne, ich bin eben dort an der Kasse, ich bin eben immer der komische Sich, der dann voll auf 180 ist die ganze Zeit und so rumschaut. Und ich bin nie am Genießen, weißt du, immer so schauen, dass alles läuft. Und dann bin ich dort oben bei der Kasse gesehen, bin chillig, so Tickets am abgeben, weißt du. Und dann gehe ich raus, Bro, 3000 Leute raus. Und dann untertrieben, man, Jungs. Genau, untertrieben. Und dann hat man die Person an der Kasse gesagt, Bagi, du musst den Leuten draußen sagen, dass es keine Tickets hat. Bro, meine Eier sind so am Flattern gewesen, weißt du? Da sind alles besoffene Leute, die in den Club rein wollen und du musst jetzt rausgehen und sagen, dass du keine Tickets mehr hast. Mhm. Und ich bin dort rausgegangen und so, hey, Party ist ausverkauft. Und die Leute sind gehabt, Und dann, ja, dann habe ich keine Erinnerungen mehr, weil ich eine Glasflasche im Kopf gehabt. Das kann passieren. Yeah, bro, nice. Bro, ich finde es auch nice, wenn er so offen über seine Emotionen redet. Weißt du, wir schaffen auch immer an dem, dass wir so öffnen und so einen Shit, weißt du? Nein, das ist geil. Ist das die grösste Party gewesen, also? Nein, mit Abstand nicht. Ja. Das ist die grösste gewesen? Wir nennen jetzt keinen Clubnamen, aber es war ein Club in Basel, gewesen, beim Klagerplatz in der Nähe. Und wir haben dort wirklich also gefühlt bis zum geht nicht mehr und so eine Szene haben wir in Basel noch nie gesehen. Du musst jetzt schauen, was es Zahlen du sagst, weil. Ja, ich sage keine Zahlen, aber es sind mehr als 7 Leute gewesen. Also, dass das klar ist. Oha. Ja, untertrieben. Aber was ist das für eine Party gewesen? Welche Party ist das gewesen? Am Sonntag, Ostersonntag ist das, glaube ich. Nein, Bro, Weihnachtssonntag. Aber wie hat die Party geheißen? Was ist der Name? K-Way, das ist die vierte K-Way gewesen, Bro, am Klaraplatz. Okay. Yeah, an der Ecke, Bro. Ja, 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 klar. Genau. Ist das dort, was endlich Lounges gegeben hat? Die Lounges sind abgegangen, Mann. Lounges sind sonst immer privat gewesen, nur für SBN-Member. Ich auch mal das Glück haben, mal schnell so hinter die Kulisse, hey, komm, Lounge, trink etwas. Bro, nein, nein, das ist kein Lounge, das ist Backstage, wo du siehst, Bro. Backstage, auf jeden Fall. Ey, ich habe ein Glas verloren, Bro, irgendwo auf dem Weg. Bro, schenkt mir aber Adriana dort, Bro, DJ, Bro. Ist Zucker dabei? Ja. Wild, wild. Jungs, ich gieße euch mal auf. Hey, schlussendlich, ich habe den gleichen Chai daheim übrigens. Ich habe das sehr gerne. Oh, sehr das ist, glaube ich, Candice. Welcher Chai? Der dort? Ja, 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 der schwarze. Oh, da habe ich vom Türkenladen. Ja, mein Vater, glaube ich, auch. Das trinke ich oft Chai daheim. Das ist wichtig, Bro. Wie?
Da hast du Gitzig mit Chai? Bro, look, Chai ist halt Grundnahrungsmittel. Bro, okay. What the fuck? Was ist das? Bro, das Chai ist so, is for the people, oder? Der Zucker machst du auch. Der Zuckerli. Bro, look. Wie oft trinkst du Chai, Wagi? Bro, ganz ehrlich, ich trinke nur Chai, wenn ich bei meinen Eltern bin. Okay. Es ist so mühsam, musst du das da oben. Weißt du, das ist eben lustig. Wieso ist eigentlich da, wieso besteht das aus zwei Teilen? Bro, das ist in der Türkei, das ist so der türkische Alkohol, Bro. Das ist Mischgetränk, das ist Chai, oder? Mhm. Und dann tust du eigentlich mit dem verdünnen, Bro. Das ist wie Mischgetränk. Damit es nicht zu schwarz wird, Bro. Ja, ja, klar. Also dunkel, meine ich. Sehr nice. Sehr nice, wie du. Ja. Okay. Ich hätte Chai und mir gern. Das freut mich. Ich wünsche euch einen guten, gell? Hey, danke vielmals. Danke. Gute, Jungs. Hey, gute. Bro, das ist ein guter, hä? Ja. Ja. Bro, ich brauche Zuckerli noch, Bro. Oh, Bro. Sehr fein, sehr fein. Ehrenmann, Bro. Bitte, Bro. Das ist, das ist doch Beste. Gut, gell? Ja, das ist perfekt, super. Danke vielmals. Sehr, wie es wieder sind, SBN for the people. Ja, Jungs. Sehr, sehr cool. Speserecht, dann kriegst du noch. Kein Problem, einfach durchschicken. Kein Problem. Und ich weiß, dass bei SBN immer so ein bisschen heimlich tun, wenn es um Zahlen geht. Ihr müsst natürlich auch nicht. Aber wir fragen jetzt mal, wir nutzen mal die Chance, was haben wir so verdient pro Party? So, kann man das sagen? Oder was für, sagen wir es mal so, sagen wir ohne Verdienst, was für einen Umsatz machen wir so pro Party? Also, ich meine, du hast ja die Miete und so alles inklusive auch mal den Umsatz. Ich würde da gerne einen Telefon-Joker einsetzen. Haben wir einen Telefon-Joker? Ja, auf jeden Fall. Also, dann rufen wir doch schnell unserem Buchhalter an. Wenn das in Ordnung ist. Absolut, absolut. Weil, wenn wir das eben machen, dann klopft er uns. Doch, ich übergebe dir schnell. Das ist eben Herr der Zahlen, weißt du? Oh, es ist so ein bisschen, ja. Nimmt ich hoffe, er geht dran, weißt du, er ist viel beschäftigt und so. Natürlich kein Wunder mit euren Zahlen, oder? Ja, aber da ist noch die Steuererklärung von 2017 noch machen. Ah, logisch. Ah, schau da, da. Ja, du bist schon, hä? Hört man ihn? Ja, man hört ihn. Ja. Na, vielleicht noch ein bisschen. Sagst du mal dem Adriano, sagst du mal Ciao und so. Hey, Sali, Buchhalter, geht's gut? Hört ihr mich gerade? Tipptopp und bei euch? Hey, super, danke, danke. Ich hab's in Kamera, damit man seinen Kopf sieht, Bro. Wir haben uns etwas gefragt. Und zwar geht es darum, wir sind an dem Teil angelangt, wo wir über Zahlen schwätzen. Hey, der hört, hört er mich? Hörst du mich gut? Hörst du Adriano, Bro? Ich höre euch, ja. Hey, super. Yes. Und wir haben uns gefragt, ob es da mal möglich wäre, so ein Sneak Peek, so mal zu sagen, was für einen Umsatz ihr so generiert pro Party. Pro Party? Ja, so für so mal im Durchschnitt für eine Party, was für einen Umsatz machen wir da? Ohne verdienst du nichts. Einfach mal du so musst gut. Jetzt aber den CEO fragen, ob wir die Zahlen droppen dürfen. Und das ist der CEO. AMK, wir rufen dir extra an wegen dem Mann. Wir haben eben gemeint, du würdest uns weiterhelfen da. Du siehst die richtige Ansprechperson. Also die genauen Zahlen darf ich natürlich nicht sagen, aber ich kann euch nur sagen, dass wir natürlich jetzt schwere Zeiten gehabt haben während Corona. Ja, ja. Darum haben wir uns diversifizieren, oder? Wir sind natürlich auch stark ins Aktiengeschäft eingestiegen. Mhm. GameStop ganz viele tiefe Preise gekauft und mit uns entsprechend können absichern für die schweren Zeiten. Ja, ja. Und ja. Also auch ein Spekulationsgeschäft in dem Fall, hä? Absolut Spekulationsgeschäft. Top gelaufen bis jetzt. Sehr gut, sehr gut. Okay. Toll. Bro, du merkst, weißt, wir reden ein bisschen um den Brei, Bro. Das ist ein unangenehmes Thema für uns. Auf jeden Fall. Nein, aber auf jeden Fall danke vielmal auch für die Offenheit und ja. Hätte man ein bisschen einen besseren Überblick. Ey, gib dir schnell Partner, Bro. Hey, Bro, wir reden nachher wegen der Überweisung von der Million, Bro. Ist gut. Nein, Jungs, schau, das ist so. Oh, Pi mal Daumen, weißt du? Pi mal Daumen. Berechne ich auf selber, Bro. Machst du jetzt mal offen, ja? Andere darf nicht da. Was? Bro, wir dürfen nicht so übereinander reden, weil sonst ist es unangenehm. Ja, ist gut, ist gut. So, gut. Bro, weißt du, Pi mal Daumen, Samen, Brot, Party, 500 Leute. Und dann der Preis, Bro. Eintrittspreis. Ein paar K, so 15 K, so halt. Bro, ich sag nichts. Ja, ja, klar. Nein, ist schon und gut. Und dann haben wir natürlich, das dürfen wir aber auch nicht vergessen, passen auf, Youngsters, wir selber Party machen. Es gibt eben auch viele Kosten. Mhm. Und Spendenbeitrag. Spendenbeitrag. SBN spendet ja auch immer einen grossen Teil von der Einnahmen. Schutzgeld auf meine Schutzgeld. Renovation nach dem Party. Ich glaube, muss einmal kernsaniert werden.
Und das sind eben alles Kosten, das muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Es gibt ja, ihr merkt es ja, Party-Labels sprießen aus dem Boden wie Pilz, oder? Ja, würdet ihr behaupten, sorry fürs Unterbrechen. Easy, Bro, stört mich gar nicht. Würdet ihr behaupten, so, es sind die größte Party-Industrie, was es in Basel gibt? Oder generell in der Schweiz sogar? Also ich würde mal so sagen, dass ich übergebe es worden, Tom. Weil ich füge noch gerne ein bisschen zu. Also es gibt... Vor allem in der grossen Partyindustrie, die es geht, sind die meisten weg. Also, die einzige, die es noch wirklich gibt, ist SBN. Und SBN gibt es im Moment auf nicht wegen Corona. Also, aber sonst, was man halt immer in Relation setzen muss, wir sind keine Clubsitzer, oder? Mhm. Natürlich, wenn du einen Club hast und jedes Weekend musst du drei Partys, Donnerstag, Freitag, logisch, Samstag performen. Natürlich kommen die Leute dann irgendwann nicht mehr so in Scharen. Mhm. Und das lebt bei uns natürlich auch davon, dass wir in regelmäßigen Abstand, aber natürlich in Abstand von Wochen, Monaten Partys machen, dass es so die Exklusivität abhaltet. Mhm. Und darum sind wir, was das anbelangt, in der Nische, wo wir sind, eben bei Partys für 16+, sind wir im Moment die grössten Player in Basel, das ist so. In der Schweiz würde ich schon fast sagen, Bro. Okay. Ja. Egal, Bro, ich kann nicht so abgehoben sein, ganz ehrlich, gut, Bro. Ich finde es gut, dass du radikal ehrlich, optimistisch und ehrlich bist. Ja. Muss. Aber es gibt ganz viele... Gerade in der Szene, muss ehrlich sein. Aber es gibt ganz viele andere Performer, die tolle Sachen machen und das ist auch eigentlich das, was uns wichtig ist, die Kultur zu fördern in Basel. Uns bringt es nichts, wenn wir andere Party-Labels aus der Szene rausboxen, weil dann läuft einfach nichts. Ja, klar, nein. Und wenn wir nur alle Monate eine Party machen, das lenkt den Leuten nicht. Das Tolle ist ja, wenn jede Woche ein geiles Event läuft, oder? Klar. Darf ich noch schnell etwas hinzufügen? Ja, logisch. Ich glaube auch ein grosser Unterschied ist, dass SBN Crew ja an und für sich kein Party-Label ist. Mhm. Ich würde uns eher als Bewegung nennen. Community, also, würde ich sagen. Community-Bewegung. Ja, halt, Bro, K-Community. K-Community, Bro. Genau. Weil schlussendlich, Bro, die Partys, unser Ziel ist ja nicht nur hauptsächlich Partys machen. Unser Ziel ist wirklich nur primär gute Vibes spread, dass Leute Freude haben an etwas. Man muss nicht zwingend eine Party, es kann auch einfach zusammentreffen sein, es kann auch einfach chillen sein. Schlussendlich, wir sind ja eigentlich sind wir nur ein Freundeskreis, der sich SBN-Crew nennt. Mhm. Und das ist eben, glaube ich, der grösste Unterschied zu allem. Weil, was noch wichtig ist, keiner von uns lebt davon. Also wir machen das alle, wir sind hauptberuflich eben eigentlich 100% Chiller, Akademiker, Flexer und im Hobby noch Akademiker. So, auf jeden Fall. Fast Akademiker. Und das heisst, wir machen das alle in unserer Freizeit, wo wir natürlich noch viel anders machen. Und da ist es einfach auch Passion, die uns treibt. Ganz oder? Genau. Sagen, hey, wir machen etwas, wir schaffen Mehrwert, oder? Auch für die Leute. Und dann der Moment, eben, wie du vorher gefragt hast, wenn du dann Gesichter siehst und Leute finden es geil, die lauben sich aus. Genau. Die sagen, ich habe eine scheiß Woche gehabt, jetzt mache ich Party, jetzt fühle ich mich gut. Hey, du können wir mir das ran. Bro, ich schwör's, ich hau gerade fast auf die Hülle. Bro, meinst du jetzt an? Ich schwör, ich würde jetzt umarmen, aber Corona. Bro, du bist Konova. Korrekt. Corona. Das ist scheiß Corona. Ich würde am liebsten auf den Tisch schlafen. Ich mach's nicht wegen den Mikros. Wie heißt das? Louis. Hammer. Ja, cool. Nein, ist ja schön, dass euch das so berührt. Ihr seht auch, es bedeutet euch sehr, sehr viel. Und das motiviert natürlich auch. Nein, Tom, wirklich. Also, ich kann stolz auf dich sein. Mach das super. Messi, Bro. Ich mach das nämlich. Du bist King, Bro. Du bist King. Du bist King, Bruder. Wieso und Etienne ist auch King, Mann. Ich will sagen, wieso haben wir so etwas nicht? Wieso sagst du mir nie, dass ich King bin? Etienne. Bro, schau, das ist eben, Bro. Du weißt, du musst. Yo. Das Problem ist, bei mir das große Problem ist, ich kann nicht so aus meinen Gefühlen rausspringen. Etienne, wir kennen uns auch schon lange, weißt du? Er weiß, wir sind zusammen stark. Wir sind zusammen stark, weißt du, was ich meine? Haben die so große Namen, aber? Große Namen? Ja. Weißt du, ist so mein Partner, Bro. Weißt du? Partner, Bro. Du, immer Partner, wenn ich an Partner denke, dann passiert etwas. Ich sage, während am Interview habe ich sie rocken, Bro. Ich bin hinter sie rocken, Bro. Yeah, wir sind ja extra so, weißt du? Ja. Wir sind halt zusammen stark halt. Aber Bro, warte, mach ihm doch jetzt einfach mal schnell ein Kompliment, Bro. Weißt du, dann wachst du ein bisschen über die Hose, Bro. Das musst du jetzt zusammenfinden. Das ist ja sehr schön, ja. Muss ich wirklich sagen. Danke. Alter. Wirklich. Das ist gut. Das hast du mir noch nie gesagt. Du sagst mir nur, dass ich einen fetten Arsch habe. Und schöne Kurve. Ich sag nichts dazu. Aber Bro, ich finde es das gut, dass du jetzt den Schritt eingegangen bist und das gemacht hast. Ja, hast du mal Zeit gesehen, dass man. Aber merkst du die innere Wärme? Bro, merkst du die Wärme hier drin? Ja, klar. Das löst schon etwas aus. Und das ist eben das, was man schlussendlich auch.
Wir machen auch ein Kompliment an die Stadt Basel, indem wir sagen, wir bleiben da, wir sind verankert da, wir wollen einen Mehrwert generieren, durch das wir da auch einfach Sinn, Szene machen, wir machen es auch attraktiv für die Leute dort zu wohnen, oder? Ja. Viele Leute kommen aus dem... Es ist so. Ich sage nichts. Er lacht eben nicht über das, was ich sage, sondern mit, dir. Ja, ja, klar, mit klar. mir, obwohl ich nichts Lustiges erzähle im Moment. und und das Ding ist eben das. Oh, Bro. Das Ding Sorry, ist Bro. Eben das. Wenn du eine Stadt hast, wo nie etwas läuft, ich will jetzt keine Stadt blamen oder so, Rheinach zum klar. Beispiel, weißt du? Und du wohnst dort als so Youngster, als junge Goon in der Hood, du bist so mit den Homies, paar Straps, weißt du? Und du bist ein paar Dudes shooten, weißt du? Und es ist keine Ome. Was machst du? Du gehst nach Basel City. 2, 3 SBM-Partys, du hast einen Weg, du wohnst in Baselstadt. Ja, das versichere ich dir. Ja, das ist so. Weißt du, wir sind auch schon oft angefragt worden, ob wir die Regierung übernehmen wollen in Basel. Okay. Aber wir haben da auch gute Kontakte. Also, wir haben jetzt gerade die letzte Folge LDP gesehen, Jungpolitiker. Ja, das habe ich gesehen. Wie der heißt? Benjamin. Genau, ja. Genau. Wo ist der? Bei den Grünen? FDP? LDP. LDP. Liberaldemokratische Partei. Mhm. Wir sind eben eher anders veranlagt. Wir sind SBN-Partei. Okay. Wir stehen für exzessives Kähen. My bad, Etienne. Ihr merkt, wir sind noch nicht so auf der Wave. Alles gut, alles gut. Wir sind nervös. Obwohl unsere Hand an sich so ein bisschen berührt, ist schon... Bro, haben wir das da? Egal, ich mache einfach so. Nein, verstehst du, was ich meine? Ja, ja, klar, logisch. Wir haben auch, musst du dir mal vorstellen, wir haben eine Party gehabt im Wartegg-Areal, dort oben ist neu gekommen. Ja. Mhm. Und dann ist die Party wieder mal explodiert, oder? Mhm. Viel zu viele Leute, viel zu viel. Boah. Die Leute sind am 8. schon es angestanden, ist, Bro. So. Obwohl es um 10. Uhr angefangen hat. Unglaublich. Ich bin ins Look gerade. Und es ist wirklich crazy gewesen, okay? Mit Polizei aufgebaut und all das haben wir gar da nicht. Da bin gern, ich auch dabei, kann ich mich auch noch erinnern. Und am nächsten Tag haben sie den SRF angefragt, weil sie gesagt haben, was ist dort bitte abgegangen, oder? Ja, ja. Jetzt habe ich vergessen, auf was ich eigentlich rauswähle. Oh, war der Brief. Ah, der es ist eben so gewesen, dass der Club hat den Leuten im Quartier. Nein, es ist nicht um das gegangen, Bro. Bro, doch. Hey, um was habe ich geredet? Ich bin ja bedingt, ich kann jung sein. Nein, es ist eben so gewesen, es hat eben riesen Stress im Quartier. Mega viel also die Leute sind auf den Autos und so weiter, voll krumme Szene halt. Und dann hat irgendwie der, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber dann hat irgendwie. Stopp, ich weiß es wieder. Haben die Leute im Club geschrieben, also brieflich, Brief geschrieben, und haben sich eigentlich bedankt, dass wir 16-Jährigen einen geschlossenen Raum geben, wo sie in einem sicheren Rahmen halt feiern können. Geschütztes Setting. Ohne Drogen, ohne Gewalt, wo man sich einfach ausleben darf, oder? Wo das war so eine 16-Party gewesen, einfach. Das war eine 16-Party gewesen, genau. Und weißt du, sonst die 16-Jährigen heutzutage, wo gehen die an, Bro? Die chillen am Bahnhof und so, da gehen sie kaputt schlagen mit anderen 16-Jährigen. Bro, in Rheinach, Bro. Wir haben die alten Dinge geholt. Was wichtig ist, Jungs, wieso ich jetzt den lange Bogen jetzt gezogen habe. Wir haben dann dort nach dem SRF-Interview und allem möglich auch... Haben der Interview geführt mit SRF? Ja, Bro. Haben sie auf Insta? Ja, Bro. Und dann haben sie eben... Gar nicht gut mit dem grossen Rot geredet, mit der, die zuständig ist für Jugendkultur. Okay. Ich weiß nicht, wie sie heisst. Und dann hat sie wie gesagt, ja klar, wenn wir das fördern. Die hat richtig Cloud sie hat richtig unsere Cloud hops genommen, oder? Dass ohne mal ein Interview kann geben, oder? Ja. Und dann, was haben wir denn gemacht? Sie hat natürlich gesagt, jo, ich finde das toll, super, alles Mögliche. Also haben wir eine Mail geschrieben und gesagt, hallo, jo, lass uns connecten, stell uns etwas zur Verfügung, oder? Ja, logisch. Machen wir etwas zusammen, wenn du das so geil findest und da so gross redest, oder? Logisch. Und dreimal dürfen wir roten, was sie dann entschieden hat zu machen. Sie hat uns ignoriert. Das gibt's. Wir haben unseren Glauben verloren an die Welt. Oder, Bro? Ist nicht auch dein Moment? Doch, schon so. Nein, okay, ja. Aber auf jeden Fall cool, dass wir stark geblieben sind in so einem Moment. Ich meine, das gibt's. Wir sind durchgetreten. Ihr sind ja die Good Vibes Spreader. Es gibt halt ab und zu mal Bad Vibes und die müssen wir halt mit Positivität. Bro, du hättest nicht können schöner sagen. Ganz ehrlich, Bro. Nice. Nein, hey, cool. Danke auch auf jeden Fall mal viel für die Offenheit. Das ist schön, auch mal so ein bisschen den Hintergrund von SBN auch kennenzulernen, wer dahinter steckt. Gerade ein guter Punkt, ihr habt auch erwähnt, ihr seid beides Akademiker.
Das heisst, sie sind. Also inshallah, bald mal richtig. Bro, so. Bald mal richtig. Wir sind auf dem Weg zu Akademikern. Ich hatte auch etwas vorbereitet für euch. Oh, und zwar sind ja beide so ein bisschen in der Medizinbranche, in die Richtung, weil die tätig. Oh, ich bin Pharmazie, Bro. Das gut, ist ein riesiger Unterschied, Bro. Ja. Ich will nicht mit deinen Gunst zu tun. Auf jeden Fall habe ich ein Quiz vorbereitet für euch. Boah, ist so intelligent? Sorry. Alles gut. Nein, es sind einfach ein paar Fragen. Es gibt kein A, B oder C. Und da könnt ihr so mit wissen, eurer... Ihr müsst es wissen. Ihr wisst es, ich kenne euch. Ich weiß, dass ihr es wisst. Ich könnt nichts gewinnen, leider. Ein riesen Applaus nachher von uns. Muss man es schnell sagen? Nein, ihr könnt euch Zeit lassen. Es geht darum, es geht darum, den Leuten draussen zu zeigen, was ihr eigentlich alles nebst Partys auch noch drauf habt. Mhm. Ich fange mal an mit der ersten Frage. Und ihr könnt gerade beide Antworten, könnt ihr euch auch zuerst absprechen, wie ihr wollt. Aber wir zusammen antworten? Genau, ihr könnt zusammen antworten, genau. Und die erste Frage ist, wie nennt man das Instrument zum Abhören von den Herztönen? Keine Ahnung. Bro, Nein, es wird so, Jungs. Oh, natürlich, Bro. Aber das sind ja... Ich habe gedacht, du fragst mich jetzt irgendwie, was ist der siebte Schritt in der Glykolyse? Es kommt. Bro, du weißt es. Bro, ganz... Das ist die... Das ist mein Themenbereich. Bro, und zwar ist das... nein, ich weiß es nicht. Stethoskop, oder? Ja, Bro. Yeah, sehr gut. Die andere Frage ist, wie funktioniert das Stethoskop? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Bro, was sagst du, Bro? Das ist eine Membran, oder? Also ganz, ganz schallempfindliche Membran, wo dann eigentlich einfach so das Ganze sehr, sehr stark schallt, oder? Und das wird dann eigentlich durch den Schlauch zu deinen Ohren weitergeleitet und dann hörst du das Ganze. Absolut. Genau die Antwort haben wir so aufgeschrieben. Auch sehr wichtig für die Leute, die jetzt denken, so, die erzählen es eigentlich, das ist nicht, die wissen nicht, was ich frage, also die Schwätze. Also. Darf ich kurze Zäsur machen? Sicher. Ein Stethoskop und der Aufbau von einem Stethoskop, das ist nicht so studienrelevant. Ja, klar. Das ist so etwas. Nein, also es geht auch heute gar nicht. Also es geht bei diesem Quiz eigentlich auch gar nicht um Studienrelevanz, sondern so ein bisschen. Chillig. Was wissen die? Geil, ich liebe das, ich habe das gerne. Absolut. Also ich bin mir sicher, viele Sachen wissen. Also ich habe auch ein paar Sachen gewusst in diesem Bereich. Aber es geht noch ein bisschen mehr zum aus euch rausgehören. Wie viele Knochen besitzt der Mensch? Können das genau sagen? Bro, das ist einer für dich. Bro, schau, ich bin Wirkstoff und so weiter, Bro. Was, das andere Zeugs, das bist du, Bro. Also, jetzt muss ich scharf nachdenken, Mann. In einfacher oder zweifacher Ausführung? In einfacher. Das sind, glaube ich, 206. Das kann sein. Ich habe 210 notiert, aber es kann 206. Er hat eben ein paar Knochen weniger. Ich habe so eine Krankheit, zwei Rippen rausgenommen, weißt du? Yeah. Sehr gut. Ja, aber das kommt an. Easy, Bro. Das ist auch eine sehr gute Frage, habe ich nicht gewusst. Die Lunge von den Menschen ist in mehrere Lungenlappen unterteilt. Oh ja. Wie viele Lappen sind es genau? Das ist eine gute Frage. Bro, es ist schwierig halt. Als Pharmazie, der schaut mir so wie ein Bro, an. Das ist das Ding, weißt du? Ich kann dir sagen, wie du deine Bronchien erweiterst und also, so weiter. Also Segment oder Lappen? Lappe, Bro. Lappe. Ja, okay. Also es gibt Lappe und es gibt Segment. Und Segment, die sind an beide Lungen sind nicht in gleich viel Segment aufgeteilt. Mhm. Die eine Lunge hat, jetzt muss ich scharf nachdenken, 9, die andere glaube ich 8 oder 6 und 8, irgendwie so. Mhm. Und Lappe sind es 3 und 2. Also 5. Gemeinsam. Sehr gut. Das ist vielleicht etwas für dich, wo du auch sicher noch weißt, welche Blutzellen. Zellen gehören zum Immunsystem vom Körper. Bro, das ich auch A, B und C vorbereitet. Bro, vom Immunsystem? Genau, Bro, welche sind zuständig? Schau jetzt, dort haben wir Granulozyten, Bro. Dort haben wir Thrombozyten, Bro. Stark, Bro. Dort haben wir... Und den einfach erklärt? Bro. Für die, Bro, das sind so die T-Killer-Zellen und so Zeugs haben wir, Bro. Ganz viel. Bro, ich weiss nur, weißt du, auf der ganz hohen Ebene. Was hast du dort aufgeschrieben? Was soll ich sagen? Also, Bro, das ist eine Frage von mir. Nein, ja, my bad. Also, my ich habe geschrieben, A wären rote Blutkörperli. Aha, weiße Blutkörperli, ja. Okay. Ja, Bro, eben, ich kann sich ein bisschen ausschauen. Ja, ein bisschen ausschauen. Das ist ja gut. Das zeigt ja auch. Hast du es gesehen? Mhm. Ah, sorry, das falsch gehört. Bro, ich habe so ein Fach. Zeigt auch, dass ihr weiterdenkt. Genau, ich habe ein Fach, das heißt Immunologie, Bro. Das fickt meinen Kopf. Ja. Dem, ich habe gedacht, du willst ausführen. Nein, alles gut. Eben, wir werden es simpel behalten, damit es draus. Alles gut. Was versteht man unter dem Begriff Anämie?
Bro, das ist eine Blutarmut. Ja, Bro. Stimmt. Stark. Bro, du Anatomie, Bruder, du weißt. What Bro. The fuck? That's it. Sehr gut, sehr gut. Da haben wir auch eine sehr interessante Frage, die ich nicht gewusst habe. Wer ist öfters farbenblinder? Männer oder Frauen? Bro, Männer. Und wieso? Ist das gut? Bro, es hat so seine Gründe. Bro, ich habe eine Idee. Und das zwar hat das mit der Genetik zu tun, und zwar mit dem Vererbungsmuster. Mhm. Und zwar ist das X-chromosomal vererbt. Korrekt. Und weil der Mann besitzt ja nur ein X, ja, Bro, da. Müssen wir ja, Bro, ja, Bro. X-Material. Und Frauen haben, ja da und Frauen haben zwei. So. Und dann können Frauen meistens, wenn sie auf einem X also einen Fehler haben, so wie jetzt eine Farbenblindheit, können sie die Information einfach vom anderen X abrufen und das dann exprimieren. Und Männer können das eben nicht. Sehr gut. Sehr nice. Wikipedia studiert. Also. Bro, du siehst, man, wenn ich gerade nicht besoffen bin, Bro, oder sonst etwas mache, dann lerne ich so manchmal so Sachen, man. Das ist sehr gut. Wie lautet der chemische Name für Lachgas? Oh, das ist einer für dich, Bro. Boah, das ist für mich, Bro, ganz ehrlich. Bro, also schau jetzt, ich studiere Pharmazie, aber ich bin richtig schlecht in Chemie. Ich bin im vierten Semester, aber habe noch kein Chemiefach bestanden. Wegen dem ein bisschen hektisch. Aber Bro, ich kann dir sagen, was das für Buchstaben drin hat. Okay, das hilft schon. Ich sage, denk mal in C. Bro, stark, hätte ich auch gesagt. H, Bro. Ein H. Ich gehe es mit. Und noch maybe ein O. Tom, was sagst du dazu? Bro, ich bin gar nicht gut, wir schauen das nicht an. So weißt du nicht, dem Fall, was Lachgas verwenden wir eben auch als Drogen, wegen dem lerne ich so Sachen aus Prinzip auch nicht. Oh, okay, okay. Was ist denn aber? Drugs. Wenn der jetzt vor Rinach wäre, dann wüsstest du das, oder? Das auf jeden das Fall. Das sind ja die Rahmenblöser-Kapseln auch. Ja. Ah, genau, genau, genau. Okay. Darf ich kurz etwas erzählen? Sicher. Einmal sind wir am Marktplatz gesehen und dort hat Tom da schon bei dem Abhängen von so Lachgas oder so. Nein, Bro, es ist nicht das gesehen. Ist nicht das gesehen. Eben, da haben wir so einen Heliumballon gehabt und der Tom hat mich eben den Drang gehabt, dort gerade beim Telly Whale, so einen Ballon zu inhalieren. Dann habe ich das gemacht. Sonst hat mich abgestochen und dann habe ich so reingeschnufft, ausgeschnufft. Bro, und dann zack, ich bin zusammengeklappt. Oh nein. Es hat eben höhere Affinität, eben das Helium als Sauerstoff, oder? Und dann nimmt das Körper auf. Und du kriegst keinen Sauerstoff mehr im Körper, du blackst out. Und seitdem. Wir sind jetzt etwa 11, 12 gewesen. Und darum hat auch jetzt die bleibenden Schäden, die man ja wahrscheinlich schon gemerkt hat im Verlauf des Interviews. Bro, das sind Bad Vibes, unnötig. Bro, es tut mir leid. Hey Jungs, chill. Alles gut, alles gut. Alles cool, gut. Man. Yeah. Was ist das, Tom, da bin ich mir sicher überzeugt, das weißt du. Was ist die grösste Drüse im menschlichen Körper? Ich hau A, B und C, übrigens ready, damn, ich einfach sagen. Die grösste Drüse, Bro, sagst du A, B, C? Nein, ich will zuerst von Tom hören. Meinst du als einzelne Zelle oder als Zellverband? Also eine Drüse? Ich glaube, ich weiss es, Bro. Ich weiss es auch. Etwas im Hirn, oder? Nein, Bro. Nicht. Ich würde sagen, das ist dort Glandula parotis, die Speicheldrüse. Ich mach so Bauchspeicheldrüse. Ich mache so A, B und C. Ja, Bro. A wäre Leber, B wäre Magen und C wäre Bauchspeicheldrüse. Bro, ich denke, es ist D. C meine Bro, Bauchspeicheldrüse. Was sagst du, Tom? Wobei die Leber tut ja auch sezernieren und ist eigentlich auch. Hat auch eine gewisse Funktion. Ich würde sagen, Schlabere. Schlabere. Genau. Hast du Bocki? Ich sage immer noch. Aber schwierig, man denkt, eben, man ist auch, man wird zum Fachidiot. Oder? Wenn du von Drüsen redest, gehe ich alle Drüsen durch. Also es gibt mehr als nur das, Leber und alle anderen. Absolut, absolut. Jetzt haben wir noch die letzte Frage. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wie wird Protein synthetisiert? Bro, darf ich das sagen? Das ist meine, Bro. Ja, das ist für dich. Bro, schau, wir haben hier DNA, gell? Und dann kommt so eine DNA-Polymerase, Bro. Und dann verdoppelt die DNA, Bro. Dann schlitzt er die auf, macht den mRNA, Bro. Geht außerhalb von der Zelle, Bro. Und dann kommen so Ribosomen, Bro. Und die machen, weißt du, Bro, die lesen das Shit. Ja, ja, klar. Dann gibt es so tRNA, Bro. Weißt du, Transfer-RNA, Bro. Dann kommen die einzelnen. Die Aminosäure, dann gibt es Aminosäure-Kette und dann gibt es ein Protein, Bro. Also kleine also Aminosäure, dann gibt es eine Kette und das ist dann das Protein. Bro, ganz, ganz, Bro, ganz abstrahiert erzählt, aber ja.
Nein, sehr gut. Stimmt. Das stimmt, das stimmt. Sehr das ist so. Ja, krass. Sehr gut. Wir haben das Quiz mit Bravour gemeistert. Wow, jetzt ist es gelohnt, Bro. Wir haben es sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Wir sind ja neben der SBN sind ja sonst noch aktiv. Baki, wir fangen mal bei dir an. Du bist auch leidenschaftlicher Koch. Ganz genau, ja. Baki kocht, ist auch der Kanal. Tun wir auch nochmal verlinken. Hey, bitte, followet, bitte. Wie ist das zu Baki gekocht? Du hast leidenschaftlich kochen oder hat sich das jetzt wirklich ergeben, so wegen der Pandemie, dass man daheim ist? Oder? Also wie man ja sieht, habe ich eine Leidenschaft für Essen. Also ich habe es jetzt nicht auf mein Körpergewicht bezogen. Gell? Yeah. Weiss, um was es geht, Bro. Mhm. Sagen, und Bro. Ja, eben, Bro, während Corona, ich habe mir ist nicht so gut gegangen, weil ich so Stress gehabt wegen dem Coronavirus. Und dann habe ich halt gedacht, jo, ich fange einfach mal an zu kochen, weil Kochen ist halt immer so etwas, da kannst du Gefühl ausdrücken, weißt du? Du kannst so dein Herzblut reinmachen. Du kannst so wirklich eine Freude auch jemandem machen, wenn die Person dann dein Essen isst. Und dann habe ich halt bei mir daheim so probiert, so von Fubi, kennt ihr Fubi? Ja, das von Coop. Ja. Ja, dort haben sie ein Rezept probiert. Die kleinen Zettel, da, ja, was das im Ausgang so immer geht, wo man immer eins nimmt, denkt, oh, das kocht man mal und dann nimmt man es nie. Ganz genau. Ja, du hast es ja fast, Bro. Und dann habe ich halt angefangen kochen. So eben selber Sachen probiert zu kochen, weil ich auch eine recht grosse Küche kann. Ich bin halt ein Mensch, ich tue mega gerne so. Weißt du, ich bin so ein Mensch, der an der Kasse so die Artikel, die gerade vor der Kasse sind, die schnappe ich mir eben. Und dann bin ich sehr. Genau, im Pulskäufer. Wegen dem, ich war sehr affin für so Sachen. Und dann haben wir in der Zeit auch sehr viele Küche-Gadgets gekauft. Okay. Und dann ist halt auch dazu gekommen, eben mit der Pandemie, wie schon zum fünften Mal gesagt, habe ich dann wie ein Ventil gebraucht, um etwas anderes zu machen, wie nur Uni. Weil eben stehst du am Morgen auf, hockst an den Computer, checkst die Leben nicht vor dem Computer und dann gehst on du. On the gang. Genau, und ich die Leben nicht checkt. Und dann habe ich halt gedacht, hey, ich muss zweigleisig fahren, Bro. Ich muss einfach irgendwas anderes noch machen. Also ein bisschen Work-Life-Balance. Genau. Und ja. Und dann habe ich halt die Videos gemacht, zum Spass. Die sind gut angekommen. Mega. Und eben das, Bro, das Gefühl, ganz ehrlich, wenn du Essen machst, für eine andere Person, der Tom kann reden von dem, weißt du, machst das Essen, dann isst die Person das und dann sagt sie, Bro, es schmeckt. Bro, mein Herz geht dann auf. Ja, yeah, klar. Und ja. So das Ventil eben, während Corona, sich das kurz gefasste Antwort, genau. Was kochst du am liebsten? Was kochst du am liebsten? Nur kochen, nicht essen. Am liebsten kochen. Frech. Du bist ein frecher Sieg, Bro. Dein Lieblingsgericht, meinst du? Ja, zum Kochen jetzt. Bro, ganz ehrlich, ich im Moment finde ich so selbstgemachte Teigwaren mega geil. Okay, also wo der Teigwaren selber gemacht. Genau, so okay. Full, so weißt du, ganz selber gemacht und halt, ich habe eine Vorliebe für Lammfleisch. Okay. Und ja, sehr gerne. Genau, das, also vegetarisch und so koche ich auch, was ihr denkt. Im Moment mein Lieblingsgericht ist Lammfilet mit einem Couscous. Habe ich gestern gerade gemacht. Okay. Hast du mir eben gesehen? Habe ich gesehen, ja. Genau, das habe ich gemacht und das ist im Moment so mein Lieblingsgericht. Genau. Schön, Bro. Ja. Was isst du am liebsten? Was isst du so richtig gern? Ich will es eigentlich nicht sagen, aber ich habe wirklich Fleisch mega gern. Ja, ich bin auch so. Lammfleisch mit Couscous? Ja. Ja. Auf Bio, weißt du? Bio. Und ich muss auch zuerst so ein bisschen. Weißt du, ich habe Kontakt mit meinem Bauer. Okay. Und ich chill immer zuerst mit diesen Tieren. Du kennst sie beim Namen und so. Bro, ich finde das auch wichtig, weißt du? Keep so in touch mit deinem Food, weißt du? Genau. Dann appreciate ich es auch. Das ist ja eine emotionale Bindung. Ja, weil es ist einfach ein Produkt, weißt du? So abpackt in Plastik, klar, Bro. Klar. Es verliert voll den Wert, dass das ein Wesen ist, und gefühlt hat und gelebt hat, Jungs. Ja, klar. Ich bin ja Veganer, hast du schon erzählt. Ja, das hast du gesagt. Also nicht heute, aber das habe ich gewusst. Ja, ja, Bro. Was sagst du, Bro? Nein, finde ich super. Ist das jetzt gut, lustig? Nein, wir finden das richtig gut. Mach mal den Bu. Das ist gerade ein guter Tee. Ich weiß nicht. Mach's grüne, da ist grüne. Der grüne, ja. Ja. Ganz ehrlich. Flop. Es ist ein gutes Thema, dass wir gerade vegan aufgegriffen haben. Du, der ja leidenschaftlich kochst. Ich habe das im letzten Podcast darüber geschwätzt gehabt. Ich habe nicht eine These, aber etwas macht mir ein bisschen weh, wenn Leute. Leute, die vegan sind oder sich eben für veganes Essen einsetzen. Ich habe das mega oft schon gehört und ich habe das immer ein bisschen konfrontiert, dass man sagt,
Fleisch schmeckt nicht ohne Gewürz. Und ich persönlich bin der Meinung, dass schlechtes Fleisch ohne Gewürz nicht schmeckt, aber sehr gutes Fleisch, eben zum Beispiel ein Pata Negra, weiß nicht, ob das ein Begriff ist, so Serrano-Schinken-mässig. Rohschinken ist halt so ein heikles Thema. Ja, ja, klar. Aber so, weißt du, so wirklich gutes Fleisch, aus einer guten Haltung, finde ich persönlich, schmeckt auch ohne Gewürz. Also ein bisschen Salz. Auf jeden Fall, ja. Wie siehst du das? Ich sehe es eigentlich ganz genau gleich. Also siehst du jetzt Salz und Pfeffer als Nein. Wir reden jetzt wirklich so von Knorr und was es halt so gibt. Also ja, ich finde schlechtes Fleisch, das ist eh schon mal ein Todsünd eigentlich. Mhm. Wenn man schon Fleisch isst, dann sollte das auch qualitativ sein und man sollte auch wissen, was man zu sich nimmt. Absolut. So Prix Garanti Fleisch läuft bei mir null. Okay. Wirklich. Mhm. Und man schmeckt es, da schließe ich mich an, man schmeckt es, wenn man schmeckt. Man schmeckt es raus, ob das Fleisch gut ist oder nicht. Oh, Partner, auch, jetzt hast du das gut gesagt. Gell? Ja. Sorry, ich habe das ist alles von dem Nachgas von damals. Und yeah. Ja, ich finde das eben mega schlimm, wenn ich so ein Stück Fleisch kaufe und mir das mit mehr als Salz oder Pfeffer würzt. Ja, das ist schlussendlich, du hast so ein schönes Produkt. Mhm. Du weißt, wenn ich mich jetzt mit ihm treffe, dann verlange ich auch nicht von ihm, dass er 10 Mäntel anzieht und 10 kaputt. Klar. Ich will ihn ja im tiefsten Inneren will ich ihn haben. Also so freundschaftliche Ebene. Ja, Bro, ja. Oder hast du verstanden, was ich meine? Aber ich habe keinen Mäntel über den Charakter, meint er. Genau, ich hoffe, ich habe den Charakter beantwortet. Verstanden. Nein, das ist cool. Vegan ist die auch schon? Hast du mal eine Zeit lang vegan ernährt? Oder hast du so vegane Gerichte, die du auch gerne hast? Oder kannst du mitgeben vielleicht auch an die Zuschauer? Ja. Honey, ich habe das auch so gerufen. Also, ja, Honey. Mhm. Ich habe zum Beispiel so, wie soll ich sagen, so alte, so Fleischalternative probiere ich gerne. Zum Beispiel Seitan. Mm, habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe schon mal gegessen. Das ist so Weizen. Wie heißt das? Weizen? Nein. Seitan ist Weizen, oder? Protein oder was? Gluten! Das ist so Gluten, glaube ich. Okay. Bin mir ganz sicher. Ja, ja, ja. Aber sind die richtig? Aus dem kannst du eben mega gute Fleischalternativen machen. Oder aus Jackfruit kannst du auch mega. Ah, ja. Ich habe mega viele Sachen geplant, wo ich jetzt so. Eben, Veganismus ist auch im Trend, wenn man das so sagt. Mega viele Leute spricht jetzt auch an. Ich finde es super, wenn man es probiert. Mhm. Weil es ist schon so, dass zu viel Fleisch konsumiert wird. Das ist wegen der Umwelt und so, das ist es gar nicht gut. Wegen dem sage ich, eigentlich sollte man uns alle vegan ernähren, aber es ist in Ordnung, wenn man sich qualitatives Fleisch holt. Und man weiß, dass es nicht eine Massentierhaltung ist und so weiter. Und was ich noch gerne probieren würde in nächster Zukunft, das gibt es dann schon mal, wie nennt man das, wenn man schon im Voraus etwas sagt? So Spoiler. Ah, Spoiler, ja. Ich will schon mal spoilern. Ich will demnächst mal so eine so Speckwürfel machen aus Soja. Boah. Ah, okay. Freut das euch. Kannst du mit Teriyaki-Sauce eben machen. Ganz geil. Also aus Tofu machst du Speckwürfel? Genau. Also es sollte schmecken wie... Also ich habe zwar noch nie Speckwürfel gegessen, aber es sollte wie Speckwürfel schmecken. Ja. Okay, cool. Ja, ja, nice. Ja, man, selber überlegt, kann mal live zu dir kommen, mal eine kurze Folge machen. Wow. Also Tutorial machen. Nice. Ich habe mir überlegt, ein Pop-Up-Restaurant zu machen, Bro. Sehr geil. Wäre sehr geil. Was mich mega fasziniert, das muss ich noch schnell erwähnen. Ja, Bro. Ich bin dort leider nicht dabei gewesen, das ist in der... Alte Garage, wie heißt der? Onyx, Bro. Onyx. Hast du so schwarze Burger? Was ist das genau gesehen? Also es sind so schwarze Burger, wir tun das sicher noch einblenden. Was ist das gesehen? Bro, das sind Burger, also Brioche Buns gesehen. Okay. Mit, ich weiß nicht genau, ob es Tinte war oder Aktivkohle. Okay. Das ist ja von La Manufacture, ist das so eine Miss. Wie nennt man das? Collab. Okay, cool. Das haben dann von dort dann damals. Und La Manufacture bietet dann auch so Burger an, oder? Genau. Ah, kann man auch dort kaufen. Das Brot ist aber dann von dort gesehen. Sehr nice. Ja, ich denke sicher, dass es geschmeckt hat. Viele lustige Videos gesehen, wo die Leute was gegessen haben. Sehr cool. Das ist abgegangen, ja. Mhm. Ja, Tom, jetzt kommen wir zu dir. Du bist ja auch nebst der, wir haben natürlich vergessen, es waren eben, sind beide Studierende. Einerseits studierst du eben Pharmazie. Genau. Und der Tom auch Medizin. Tom, was ist so dein Beweggrund zur Medizin gesehen, dass du sagst, du möchtest Medizin studieren? Menschen helfen, Leben retten und einfach guter Mensch sein.
Nein, nein, es hat mich einfach interessiert. Weißt, ich habe auch überlegt, Pharmazie zu studieren, Chemie, okay. Biologie. Aber dort fehlt dann der Menschenkontakt irgendwann. Ja. Und in der Medizin bist du nachher als Arzt. Einerseits schaffst du natürlich wissenschaftlich, du kannst forschen, du kannst im Labor sein, aber gleichzeitig hast du auch noch Kontakt mit dem Menschen. Und klar. Kannst dann natürlich auch das Wissen, das du dir aneignest, auch irgendwie anwenden. Und siehst auch wirklich den Effekt gerade, oder? Das flasht mich immer auch als Chirurg. Du operierst jemanden vor einem Kunden, er kann nicht laufen. Operierst ihn 2 Wochen später, kann er ein Stück schon wieder überall anlaufen. Ja, klar. Und das ist so ein mega Glücksgefühl, oder? Mhm. Wo ich eben in der Pharmazie dort ein neues Mediz entdecken oder etwas, das muss das Höllste überhaupt sein. Aber am Schluss die Anwendung am Menschen, das kriegst du nie mit, oder? Das weil es bleibt alles in deinem Labor und sobald es draußen ist, ist es weg, oder? Und das ist so etwas. Hast du dazu? Da Bro, haben wir ganz jetzt Konfliktpotenzial. Ehrlich, das ist typisch Mediziner, Bro. Bro! Nein, ich sag nichts. Bro, ich bin rational jetzt, Bro. Bro, ey, ich merke, ich werde irrational. Du hast die Blut gekocht, Bro. Bro, danke für mich, dass du Menschen hilfst, ganz ehrlich. Ja, aber Bro, ich weißt, bin mein Bestes. Ohne die Pharmazeuten. Mhm. Was wollen die denn aufs Rezept schreiben, Bro? Welches Medikament willst du schreiben? Hä? Bro, was willst du schreiben, Bro? Weiderinde, Bro. Das sind Drogen, Bro. Weiderinde, Bro. Machst du aus dem Pulver? Hast du Drogen? Geschnittene Drogen, Bro. Ich weiß jetzt nicht, wieso er sich angegriffen gefühlt. Ja, ich habe ja nichts gesagt, eigentlich gegen ihn. Aber ich finde es gut, dass er seinen Berufsstamm eigentlich verteidigt. Und das zeigt ja auch, dass er mit Passion studiert. Ganz genau. Und das kann ich, can't disrespect a man loving his studies. Weißt? Und ohne Pharma wäre ja Basel nicht Szene, oder? Basel Szene hat ja zwei Basel, große Wirtschaftszweige, oder? Pharma und SBN. Und da SBN im Moment eben nicht so viel einspielt an Steuern, ist eben halt jetzt Pharma entsprechend wichtig im Moment. Und da braucht es so junge Talente wie ihn, die gut in Chemie sind, die dann auch dementsprechend etwas Wichtiges können in den Wissenschaftsstandort Basel dann auch einspeisen an Wissen, an Qualität und auch an einfach Greatness, oder Bro? Du bist great. Du bist great. Nein, du bist great, du Bro. Bist great. Alter, geiles hier. Geil, Mashallah. Sehr gut, sehr gut. Nein, das ist doch schön, auf jeden Fall. Ja. Du hast ja auch noch eine sehr spezielle Persönlichkeit auch bei SBN, wo die Leute nicht ganz wissen, wer ist wer. Du bist der Tom, eben Medizinstudent und fleissig und intellektuell. Und dann haben wir auch noch den Lil Wigger. Oh, damn, das ist mein Zwillingsbruder. Ist das die Zwillingsbruder? Ja, davon? Bro. Okay. Mega viele verwechseln das eben, dass es ist. Okay. Was kannst du zum Lil Wigger erzählen? So? Schade, dass er einfach nicht da ist. Schau, ich will so sagen, er ist ein korrekter Sieg, Bro. Mm. Er tut keiner fliegen etwas zu leid. Mm. Außer du stichst ihm einen Dolch in den Rücken, Bro. Dann holt er seine ganzen Goons, Bro. Und dann ist Feuerobig, Bro. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Nein, also ganz ehrlich, es gibt der Lil Wigger, der ist auch eine Form von Kunst, oder? Okay. Das verwechselt man häufig. Was ist Realität? Was ist Kunst? Und das verfließt auch, oder? Vor allem these days, Social Media. Jeder hat eine andere Persönlichkeit, oder? Mhm. Und das ist ja das Schöne daran, digital, in der Online-Welt bist du jemand anders. Und du darfst sein, wer du willst. Genau. Und wer es gern hat, hat es gern. Wer es nicht gern hat, hat es nicht gern und so. Music ist mir ja auch im Blut. Ich bin ja auch hobbymäßig spiele ich wirklich Klavier noch. Ja. Und dann habe ich irgendwann auch zum Rappen gefunden. Das hat eigentlich auch hier mit meinem werten Partner angefangen, dass wir Diss-Tracks gegeneinander gemacht haben. FAT und Lil Wigger. Genau, wo wir uns aufs Übelste beleidigt haben. Also es ist gar nicht schön gewesen. Aber es hat das Band aber nur noch gestärkt. Halt, genau. Ja. Genau. Und ich habe das dann halt noch ein bisschen weitergezogen, weil das hat mir Spass gemacht. Und jetzt sitze ich da und ich fühle mich einfach great. Auf ganzer Linie fühle ich mich einfach komplett und ich bin einfach gut drauf, weißt? Und ich habe mal von Arnold Schwarzenegger, seinem Sohn, eine Story gehört. Ja. Und jetzt heb dich fest, ist mir wirklich wichtig. Etienne, du auch. Ich heb mich. Und Bro, du nicht, du kennst mich wahrscheinlich schon. Und zwar ist es so, im Arnold Schwarzenegger, sein Sohn hat Weed geraucht. Nein. What the fuck, oder? What the fuck, okay? Aha. Say no to drugs, oder? Und dann hat Arnold Schwarzenegger, der riesen Dude, hat seinen Sohn verwünscht. Und dann hat er ihm gesagt, mein Sohn, weißt du, da redet ja so komisch. Wisst du hast zu rauchen. Und dann hat der Sohn gesagt,
jo, ich will high werden, oder? I want to be high, weißt du? Mm-hmm. Ich kann ja auch fließend Englisch. Und dann hat Arnold Schwarzenegger ihm eiskalt ins Gesicht gesagt, ich bin high on life. Wow. Und der hat den Sohn aufgehört zu rauchen. Krass. Weil er einfach gesagt hat, what the fuck, der hat so recht. Und das glaube ich auch, ich bin high on life, nonstop, immer bereit, 110%, alles oder nichts, weißt du, was ich meine? Aber bei Aktionspotenzial, Bro, es ist wichtig, alles oder nichts, weißt du, wenn du ihn gehst, dann voll. So. Ja, auf jeden Fall. Gut, danke. Ein mega, mega, mega wichtiger Punkt. Berührende Story. So, wir sind wieder zurück aus der Pause. Dessert! Wir haben jetzt Lil Wiggle, tut für euch Freestyle rappen. Wir haben ihn extra darum gebeten, sich eben nicht vorzubereiten und keine Bars überlegen. Und ja, Lil Wiggle, bist du ready? Warte mal, sitz. Born ready, der Boy ist born ready, Bro. It, high on life. Fuck it. Ich sag, ich fluche heute nicht, aber fuck it, weißt du, was ich meine? Also, Alter. Also. Bist du ready für den Beat? Bro, gib mir einfach mal den Beat, weißt du, das kommt dann so von allein. Aber ich muss ablesen, zeig mir den Text. Ah, okay, ist gut. Aber es ist Freestyle. Yeah. Yeah, wir sind bei Hotpot. Ah. Lil Wig ist uncool. Es ist noch nicht angefangen. Not. Bro, ich record schon. Damn. Ah, Mann. Also, ich mach Adlibs. Wir sind bei Hotpot, yeah. Yeah. Lil Wig ist ein Wack-Ass. Not. Du sagst mir auf der Street, du Opfer, Flop. Und ich sag nur mehr, Bro, mega unnice, toxic, man, yeah. Toxic. Peace out, man, Lil Wigger. Ey, yeah. Yeah. Bro. Ich sag euch, der Boy ist on fire, man. Jungs, ich heb ab, Bruder, fly, Bruder, fly. Bro, er könnte doch ein Lied anmachen, wir machen Dings, Bro. Nein, ja. Dich emotional Bro, es sind Copyright Reasons. Lil Wiggle kann nicht zu viel Musik hier anmachen. Yeah. Wenn wir einen kleinen Sneak Peek machen von Soundcloud. Was haben wir für ein Lied, Bro, wo wir zusammen singen, Bro? Lend mich frei, das singe ich mit. Aber Jungs, komm, machen, lend mich frei. Lend mich frei, kannst du machen, frei, Bro. Aber also. Das ist halt der Tom, hat kein Featuring. Ich summe einfach mit. Also, das ist easy für mich. Aber da müssen wir alle mitsingen. Hätte jemand nachzuhören, glaube ich, weil ich würde echt emotional mit dem Lied. Awesome. Alright. Wieso kommt das jetzt? Shoutout an meine Boys, Sangster und DJ Dave. DJ Dave. Lil Bob. Oh. Das ist Lönnt mir frei von SBN Crew. Turn it up. Free SBN. Let's go. Hands up in the air. Manchmal ist Labe einfach. Hard. Jetzt kommt der Ali. It's me, Ali. أخويا أبو بكر البغدادي لنت مخفي لمي خايفة فري لمي فري لنت مخايفة فري wird vom System aufgefressen wie Schokolade frei. Er will doch nur sein Leben genießen und statt lassen Tränen vergießen. Sein Leben ist hart, sein Cock ist härter. Damn. Cornflakes, Vanilla, Milkshake, DJ Dave. DJ Dave. Ich will ausbrechen für meine Freemates. Ja, ja. Und dann auf System erbrachen. Heftigste Flow in Town, Sangster Boy. Zurück mit mir neue Ohren, Wurm, Leute, enjoy. Für jeder von euch, meine volle Crew auf der Stage. Die Klassik kommen aus, das sind vor Ice Age. SBN, Secret Name. Keiner weiß, was es heißt, trotzdem sind wir Fame. Mein alter Friend, so emotional. Jetzt kommt Mietheim, jetzt kommt Mietheim. Ich weiß nicht aus, was wir nicht haben. Das ist das, was immer System fickt mich härter als FDN. Chillig zu uns, ne Haters. FDM. Wegen Knast haben wir noch nie alle zusammen sein können. Jetzt sind wir alle frei, keiner tut uns das gönnen. Die Stimme hat keine Chance gegen mich. Ich seh sweet aus, bin aber ziemlich gefährlich. Jetzt alle zusammen. Lönnt mich frei.
Gesang zu hören. Einfach frei. Lass mich einfach frei. Lass mich frei. Wow, Jungs. Wow. Wow, riesen Applaus jetzt. Ein riesen Applaus. Das sind, das erweckt Erinnerungen mehr auf, Bro. Das sind so die alten Sommer-Vibes, Bro. Ja, was für ja. Ihr habt, Jungs, ihr habt ein Sommerlied gehabt, das ich nie mehr finde. Ihr habt das auf Insta gepostet gehabt. Ah, in der rechten Hand habe ich mich wie. Ah, so in der linken habe ich 20 Tisch. Ich will mir das schicken. Ich will das hören. Das ist richtig. Das ist der Beginn von Sommer. Wenn das Lied läuft. Wenn ich das Lied höre, das von mir der Beginn Bro, vom Sommer. Das wäre jetzt die Zeit, ich würde das schicken. Bro, machen wir einen Retake von dem? Ja. Haben wir jetzt Freestyle? Nein, egal, später. Sonst ist zu viel. Wir schicken es dazu. Ja. Hey, das wäre... Ah, Bro, appreciate. Ja. Das Sachen ist oft sagen, gehört, weißt du. Cool, ja, nein, das ist wirklich so der Sommer von da mit der... I'm bad, man. Hey. Dann schauen wir, dass der Sommer bald startet. Man, hey, auf jeden Fall. Ja, wir kommen langsam zum Teil, wo die Leute mit uns mit interagieren. Yeah! Von dem habe ich Angst. Wir haben sehr viele Fragen bekommen. Danke an euch für das. ich hoffe, ihr seid froh und könnt im ganzen Namen von SBN antworten. Wir müssen sagen, wir haben ein paar Insider-Informationen hier auch bekommen. Oh. Ich weiß nicht, wie sehr ihr hier antworten könnt, aber fühlt frei. Wir können nicht alle Fragen leider beantworten. Es sind sehr, wie gesagt, sehr viele Fragen gestellt worden. Mm-hmm. Wir fangen mal mit der ersten an. Die erste Frage ist, was ist das Wildeste, was je an einer SBN-Party passiert ist? Boah, die übernimmst du. He. Also, das Wildeste, was in meinen Augen je passiert ist, ist dort gesehen, als wir ein Event gemacht haben, bei diesem Club, beim Clara-Platz. Mhm. Genau. Und dann... ist halt so gesehen, dass unerwartet viele Leute an die Oberkasse gekommen sind. Und dann hat sich das halt ein bisschen, wie nennt man das, Bro? Wenn viele Leute kommen und nicht reinkommen. Ein bisschen angestaut. Genau, es hat sich angestaut. Und dann ist halt so gesehen, dass die Securities, die Leute haben eher so tröpfchenweise reingelassen haben. Und mega viele Leute sind halt schon Stunden am Arsch, nein, Stunden nicht, aber schon eine längere Zeit am Arsch da gesehen. Und die Leute, die es dann reingeschafft haben, ich bin dort eben unten bei der Treppe gesehen, Leute, die es dann reingeschafft haben, man hätte können meinen, die haben irgendwie, die sind schon seit 20 Tagen durch den Urwald am Torenkämpfen gesehen. Und die so, ich hab's geschafft, die haben sich fast auf den Heulen. Das war sehr wild in meinen Augen, ja. Aber maybe bist du ja auch ein anderes Beispiel, Bro. Merci, Bro. Danke für die Überleitung, Bro. Damn. Nein, was gut. Mir auch gefallen hat. Ja, das ist gut, ja. Was? Was mir auch gefallen hat. Bro. Ich habe vergessen, wie ich aussagen Bro. Unnötig. Also, es war so gewesen. Wir haben ja dann angefangen, die Limousine zu verlosen. Mal kurz. Wendepunkt sind. Nein, das Mimose schneiden, so eine kennen wir nicht. In ja. Okay. Und dann ist es so gewesen, dass sie eben die Limousine, mit der sind wir dann vorgefahren, mit den Leuten. Und die Leute stehen alle dort und die in der Limousine, ich habe ihre Gesichter gesehen, die sind so richtig heiß drauf gewesen. Und dann steigst du aus und es ist wie in einem Film, oder? Dann läufst du über den roten Teppich hin in den Club, alle machen Augen. Und das hat für mich dann ist auch wieder so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, doch, für das lohnt es sich, das Ganze zu machen. Und das ist so unbedeutend, irgendwie in dem Moment. Yeah, aber ja, jetzt klar. Trotzdem ist es so wild, weißt du, das Moment, das ist so richtig in der Air, du kannst Air cutten, es ist so richtig... Aber ich spüre die Energie in dir, Bro. Ja, aber darf ich noch? Ja, sicher. Wir sind noch nicht Zeit, oder? Weißt du noch, Bro? Also, vielleicht wisst ihr das auch noch. Ich glaube, das erste Event, das ist das erste Mal gesehen, einmalig ist das gesehen, wo wir das gemacht haben, wo wir bei der Party, bei dem Club, beim Sommercasino dort. Also im Sommercasino haben wir eine Party gemacht. Event haben wir dort gemacht, genau. Und dann hat es halt eben Tickets ganz schnell weg, weißt. Dann haben wir gedacht, veranstalten wir doch noch
Schere, Stein, Papier, Turnier. Ah, da bin ich dabei, ich habe mitgespielt. Wirklich? Ja, ja. Sehr nice. Ja, ich habe mitgespielt. Und dort, eben, das war ein wunderschöner Moment für mich, da hat einer, der kein Ticket hat können kriegen, ja, der hat dann das gewonnen. Das Ticket gewonnen. Das Ticket, 50 Franken und stimmt, ein T-Shirt. Und genau, T-Shirt. Und noch, ja. Shout out Thiago, du bist ja, hier. Stimmt, das ist Thiago. Sehr nice gesehen, Alter. Das ist einfach für die People. Yeah. Ganz genau, boah, es ist auch wichtig, weißt du, musst immer, ich kann das nicht gerne, weißt du, so Party-Event-Leute, die dann so an Partys gehen, die sind einfach so, Bruder, Bro, wir sind mit den Leuten zusammen, ja, weißt du, wir sind eine Einheit, Bro, mhm. Wir sind alle zusammen am Chillen, weißt du, da geht es nicht oben und unten. Nein, klar, ich will das wieder emotional, ich muss. Ja, ja. Bro, aber nein, das ist weißt du, was ich meine, oder? Richtiger Fakt. Wir haben, das ist beim Podpod uns natürlich auch mega wichtig. Darum haben wir euch eingeladen. Wir möchten nicht den Slogan klauen, aber auch der Hotpot ist da für die Leute, für die People. Nein, das, wegen dem, das harmonisiert so, Bro. Weißt du, das ist einfach. Weißt du, das ist wie wenn du eben heißes Wasser mit kaltem Wasser mischst. Das vermischt sich perfekt, weißt du? Man sieht nicht wirklich, ich habe nur das gehört. Das ist Bro, es ist Bro, sorry, zu viel gewesen. Yeah. Gehen wir zurück zu der Frage. Da haben wir noch eine Frage. Das ist eben die Insider-Information, da, wo Insider kommen. Ich darf da keine Namen nennen, aus Datenschutzgründen. Ja, ja, ist wichtig. Kommt aber von jemandem von euch. Welche SBNler können am meisten saufen? Oh, damn. Da bin ich Wir skippen. Ich bin da nicht, also ich komme da nicht in Frage. Der Tabak ist schon Moslem, er trinkt natürlich nicht. Mm. Und ich bin auch Moslem, trinke auch nicht. Okay. Und wenn du noch ein Fokus ist natürlich der Pascal Konz, unser Alpha-Tier. Ja, logisch. Aber der Lennart muss man halt schon. Lennart. Aber wir wollen jetzt niemals beim Namen genau, nennen, außer der Pascal und der Lennart. Genau, ja. Sonst, ja. Okay. Also wir sind strikt gegen Drogen. Kein okay, Alkohol. Ja, das ist in unseren Augen auch Drogen. Mm. Auch, weißt, auch zu viel Essen ist auch eine Droge, wegen dem muss man da halt immer ein bisschen Distanz haben. Klar. Ja. Sehr guter Punkt, dass du das mit dem Essen gerade anbringst. Das ist eine persönliche Frage. Gibt es gleich Baggy Kocht Kochbuch? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Bro, ganz ehrlich, mein Vibe ist great. Ich sage euch jetzt, was ich geplant habe. Oh, okay, das ist cool. Das Sneak Peek. Ich habe es immer aber Bro, eben, life is great. Erst high on life, Bro, wie du gesagt hast vorher. Ich habe ein Kochbuch geplant. Okay, cool. Ein TikTok-Kochbuch. Okay. Weißt du, was ich meine? Weißt du nicht? Jeder kennt doch so Rezept von Instagram, von TikTok. Von TikTok, weißt du, die Feta-Pasta, dies, das, Feta-Tomate, dies, das. Und ich habe gedacht, Bro, ich packe einfach all die Rezepte in ein Kochbuch rein. Voll geil. Und dann gibt es ein paar gekochte Kochbuch. Ah, so, okay, cool. Cool. Ist doch schon ein nein, Bro, findest du echt cool? Nein, ich find's wirklich geil. Sonst würde ich die Folge nicht stellen. Ich find's brutal. Okay. Sorry, ich hast vielleicht einen falschen Hals gekriegt. Nein, alles gut. Finde ich mega nice. Von wem ist die Frage genau? Dürfen wie gesagt, du startest. Ich sag den ersten Buchstaben und die letzten fünf. M. Zweiter Buchstabe, sag nicht mehr. A. Ich kann mir nicht sagen, Mann. Das ist schon zu viel Information. Er kommt als nächstes. Sammy ist der Sammy gewesen. Das ist kein Insider. Das ist kein okay, Insider. Sorry. Aber danke, wenn du dir die Frage stellst. Ja. Sehr gut. Sehr Bro, gut. Aber. Egal, ich werde immer emotional, wenn es um Essen geht. Klar, sehr gut. Du hast noch mal eine Frage wegen dem Essen. Was ist das Hässlichste, das du jemals essen musst? Hässlichste. Also, das Grusigste, sagen wir so. Also, wenn Tomate kocht, dann. Ah. Nichts, Bro, nichts. Das Hässlichste, was ich je gegessen habe, ganz ehrlich, Bro, weißt du, wir sind ja leidenschaftliche Cevapcici-Esser. Ah, Cevapcici-Esser. Und dort kennen wir halt keine Grenzen. Und dort ist mir mal ein Cevapcici, ist mir mal neben der Apfelleim halt angefallen. Und dort hat auch ein Hund uriniert nebenan. Und der Tom hat das dann trotzdem gegessen. Einfach so irgendwie. Bro. Schau mal, ich lasse mich jetzt nicht auf das Niveau offen. Ganz einfach. Da haben wir noch eine persönliche Frage an Lil Wigger. Oh, damn, okay. Wir haben es schon gehört, aber ich glaube, es kommt aufs Gleiche raus. Was ist ein Tipp fürs Leben vom Lil Wigger? Mm. Wow. High on life. Alter, high on life. Alter, das ist mir wichtig, Mann. Mm. Nein, noch ein anderer Tipp. Mm. Macht das, was ihr macht. Wow. Ja. Unglaublich. Bro, du. Bei mir auch. Gemsehelden. Bro, ich habe Gemsehelden. Bro, ich habe immer Hut. Also ganz Jungs. Ich habe, Bro, gut gesagt. Ganz ehrlich, ein Tipp für alle, die studieren oder auch alle, die Lehre machen und so Zeug und Sachen. Ja, ja.
ich bin zum Beispiel Student zu 100%, oder? Das Studium ist voll und so weiter. Mhm. Und ich versuche immer, eigentlich von Montag bis Freitag, von 8 Uhr morgens bis 5, 6 Uhr, bin ich an der Uni Student, ich bin hauptberuflich Student. Ja, das heisst, ich arbeite in dieser Zeit, als hätte ich einen Beruf. 8 Stunden pro Tag. Zack, 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 Montag bis Freitag. Samstag und Sonntag gehören ganz mehr. Da mache ich, was ich will, da mache ich nichts für die Uni, da lebe ich. Oder? Ja. Und darum habe ich auch nie einen Moment, wo ich vor einem Breakdown stand, wo ich irgendwie eine Midlife- oder Quarterlife-Crisis jetzt hatte oder so. Oder wo ich sagen müsste, oh, ich muss jetzt die ganze Nacht durcharbeiten. Ich habe noch nie eine ganze Nacht durchgeschafft. Ich habe noch nie länger als 10 Uhr irgendetwas gemacht. Und nicht, weil ich so top organisiert bin, sondern weil ich einfach sage, von Montag bis Freitag mache ich Uni. Weekend gebe ich durch. Auch unter der Woche gebe ich manchmal durch. Ja. Aber wer feiern kann, kann auch schaffen, weißt du? Mm-hmm. Und dann bin ich immer am 8. Uhr morgens in der Uni und mache mein Ding. Amo. Und das ist so etwas, was ich euch mitgeben will. Wenn man etwas macht, dann sollte man es richtig machen. Und sobald man sich ein bisschen gehen lässt, das ist ganz, ganz schnell passiert, dann ist man schnell mal Zügel aus der Hand gegeben. Und man schläft dann immer aus, man macht sich Zeugs nicht mehr. Logisch. Und da würde ich auch gerade fast Bro, emotional. Du bist ein tiefgründiger Mensch. Ganz, ganz, ganz sehr schön gesagt. Ganz ehrlich, Bro, die Gesellschaft hat keine Regie abstehen von dir. Bro, ich bewirb mich als Bundesrat, Bro. Für den Bala Scherze, Bro. Ich will den Job übernehmen, Mann. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir nochmal eine Frage. Aber ein bisschen Insider. Sehr interessant, dass da ein paar Insider von SBN selber kommen. Das ist auch sehr Grund, wichtig, auch ein wichtiges Thema heute. Ja. Und da geht es darum, inwiefern setzt sich SBN für Genderneutralität ein und was machen sie gegen toxische Maskulinität in ihren Partys? Das ist sehr Willst du den ersten Punkt ansprechen? Ich mache das mit der toxischen Genau. Also wir tun seit eh und je, das ist den Leuten damals gar nicht aufgefallen, sprechen wir die Leute immer an mit liebe Käherinnen und Käher. Wir ergänzen das jetzt natürlich noch mit dem Sterne, Käher, Sterne innen, oder? Damit sich jede und jedes angesprochen fühlt. Ja, das ist uns auch wichtig. Wir exkludieren nicht, wir inkludieren. Oder? Mhm. Und SBN, wir tragen das nicht in die Welt raus, wir sind keine Vorreiter, leider. Aber wir versuchen das. Das ist für uns wie selbstverständlich, oder? Da haben wir gar keine Diskussionen darüber, sondern das ist einfach klar. Jedes Sternli, wo will, kommt. Wer nicht will, will nicht, oder? Bei uns in der Community gibt es kein Ich oder Du, bei uns gibt es nur ein Wir. Wir sind einfach One Community. For the people. Ganz genau, das war der Einsatz, Mann. For the people. Ganz genau. Und wegen der toxischen Maskulinität. Genau, richtig. Spricht man das so aus? Also es ist halt immer so, an unseren Partys gibt es, also Events genau, gibt es halt immer, wie soll ich sagen, so eben die Toxizität, dass halt Leute sich immer wie eben die Fresse kaputt schlagen wollen, das ist normal, weißt du, das gibt es überall, so schwarze Schöpf, Testosteron das ist halt da. Und das ist eben auch das Schöne an unserer Crew, weil wir haben wirklich aus allen Richtigen haben wir Leute. Mhm. Und bei den Partys ist es meistens eben so, ich bin ja eben auch, ich habe ja auch einen Migrationshintergrund, wie man schwer sieht. Ich verstand mich halt, ich bin halt auf der gleichen Wellenlänge mit den Leuten, die zum Beispiel an den Events zum Beispiel schlägeln wollen. Ja, ja, klar. Und dann bin ich dann meistens der, der dann dort angeht. Zum Beispiel, ich erzähle mal schnell vom Warteg, wie hat das geheißen? Der Club im Warteg. Der Club im Warteg, genau. Dort hat es mal eine Schlägerei, also fast eine Schlägerei gegen eine Schlange. Und weißt du, wenn er jetzt gehen würde zu diesen Gofen, nenne ich es mal so, dann würde direkt einen kriegen, weißt du? Weil er halt so aussieht wie ein. Bro, keine Beleidigung, verstehst du, was ich meine, oder? Das als Kompliment. Ganz Bro. Genau. Messi, Bro. Und weißt du, dann gehe ich meistens so zu diesen Gofen und sage dann, ey Jungs, zuerst musst du halt, weißt du, musst ein erfahrenes Auge haben. Ja, zuerst schaust du mal, welcher von denen würde eher Knockout gehen, wenn der andere dem Fuß schlägt. Richtig. Und dann musst du halt immer schauen, eben, gehst du zu dem, der eben eher. Die härtere Fuß hat und gehst zu dem und sagst, Bro, unnötig, du schlägst da eh kaputt. Wieso? Unnötig Stress. Und die Leute checken das dann meistens. Und dann sage ich dann auch, ey, komm, hilf doch, dann können wir alle zusammen schnell reingehen. Und dann tue ich eben das ab. Also wir dann natürlich tun wir die Toxizität eben abnehmen, mindern und dann sind die Leute entspannt.
weil du halt dann auch das Gefühl gibst, verbal eben, ja, die Bestätigung, dass sie stärker sind. Ja, ja. Und dann kommt es eben immer gut raus. Ich hoffe, die Frage eine beantworten. Absolut. Kann ich absolut. Das beantworten? Bro, sehr wichtig, und das können wir noch ganz schnell zusammenfassen. Ja. Nationalität in SBN, die kannst du, glaube ich, nicht mal an zwei Händen abzählen. Wenn wir es kurz aufzählen? Wir versuchen es. Also. Schweiz, oder? Macht ein bisschen Sinn. Deutschland, Serbien, Bulgarien, Rumänien, genau. Türkei, Australien, China. Österreich, Bro. Österreich, maybe noch. Und der Konza ist noch ein Teil Italo. Italo, ganz genau. Zehn Nationalitäten, musst du mal vorstellen, oder? Und das, die Mischung, da Melange, oder? Das macht es am Schluss eben aus. Ist wie eigentlich ist so eine kleine Repräsentation von der Schweiz, oder? Ganz genau, Bro, du hast, ich habe eben die ganz Interview habe ich nur auf das gewartet, dass du eben diesen Satz sagst. Aber es macht auch Sinn, weil ihr seid for the people und people sind for you, oder? Bro, du hast Nägel mit dem Hammer geschlagen. Oder wie mit dem Nagel auf den Kopf. Ach, Dinge, bis Kamera, scheiße. Wir haben da nochmal einen Insider. Oh. Du wirst sehr deep. Richtige Ratten. Können du auch gerne nochmal Buchhalter kontaktieren, wie das da aussieht, aber du Auskunft können geben oder nicht. Und die Frage ist, hat SBN wirklich eine Villa in St. Raphael? Ich rufe schnell den Roland Rüegger an. Während du anrufst, beantwortest du das Wort ist schon mal zum Teil. Also, wie wir vorher gesagt haben, wir diversifizieren unser Portfolio. Das heisst, wir haben nicht nur Aktien im Depot, wir haben natürlich auch Immobilien, wir haben Anleihen, wir haben alles Mögliche. Und wir vergeben auch Mikrokredit in vielen Ländern, wo es eben daran scheitert, dass sie keine Banken haben oder Banken, wo es gibt, dass die extrem hohe Zinsen verlangen. Und wir tun hier mit Mikrokredit aushelfen, dass kleine, auch Bauernfamilien können Existenzen aufbauen. Und darum die Immobilie, einen Moment, in St. Raphael, wo wir gesehen sind, das ist halt ein Teil davon, wie viel Anteil wir jetzt an dieser Villa denn wirklich besitzen oder eben nicht. Das muss ich, da habe ich unterschrieben, dass ich das nicht kann publizieren. Finde ich gut, dass sie so diversifiziert sind. Ja, du hast den Roland Rüegger. Genau, Roland, kannst du kurz das Licht ein bisschen, man sieht deine Fässe nicht. Nein, musst du ein bisschen aufmachen. Also ich gebe auch schnell die Antwort. Ja, ich kann jetzt so gerne das Mikrofon heben. Dann machst du es, ja. So, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Hey, Sali, Roland, wir sind hier vom Hotpot-Studio. Sali, hoi. Wir haben gerade darüber... Ich höre dich nicht, warte jetzt schnell. Ja. Warte, ich muss das Fenster durchdrücken. Ja, also, ja, bitte. Genau, wir sind hier vom Hotpot-Studio. Wir haben den Tom und den Bagi bei uns zu Besuch. Und es ist darum gegangen, Insider-Informationen. Hat SBN wirklich in St. Raphael eine Villa gekauft in Frankreich? Das ist natürlich eine Frage, eine berechtigte Frage, aber ich würde auf diese Frage nicht gerne darauf eingehen, weil es schauen auch alte Leute den Podcast, oder? Ja, ja. Genau, das ist halt immer ein bisschen problematisch in dem ganzen, in dieser ganzen Thematik. Ja, okay, okay. Dass nicht die falschen Ohren davon mitbekommen, oder? Ja, das können wir verstehen. Ja, aber es gibt viele Leute, die gönnen nicht, oder? Ja, Nein, das ist ein gutes Thema auf jeden Fall. Hey Roland, danke vielmals. Auch, wo bist du? Bist du gerade unterwegs, oder? Ich arbeite, wissen Sie. Ich arbeite, ja. Ah, oh, okay. Super. Er ist eben Lastwagenfahrer. Eine Sekunde. Und Yamaha Motorradmechaniker. Kann ich auch fahren? Oh, das ist ja eigentlich schon schaffen. Eieiei. Ja, dann machen wir ihn nicht länger. Hey, Roland! Wieder dazu, Rolli, hä? Roland, ich hänge ihn ab. Ist gut? Ist gut. Ja, schaust auf dich, gell? Vielen Dank, gell? Vielen Dank, Roland. Hey. Tschüssli, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hey, tschüssli, Roland. Gutes Fahren noch. Tschüss, ciao. Super. Mach's gut. Tschüss. Ciao, Roland. Ciao. Tschüss, Roland. Ciao. Gewisse Fragen bleiben halt einfach unbeantwortet. Halt einfach unbeantwortet. Ja, es ist. So gern wir würden hier die Beans spielen, so, wir können nicht. Wir können langsam zu den letzten zwei Fragen, die oft gefragt worden sind, wo die Leute auch wirklich gespannt sind. Sie wollen eine Antwort bekommen.
Wann ist der nächste Gateway? Wann ist die nächste Party? Sehr gute Frage. Bro, schau, der Conova-Virus, Bro, ja, der ist halt immer noch unter uns, weißt du? Ja, ja. Und dann gibt es so halt verschiedene Fragen, eben, ob man, wie man Sachen umsetzt, weißt du? So, Festivals zum Beispiel haben jetzt auch das Festival, also Festivalveranstalter haben ja auch das Festival abgesagt. Mhm. So wissen wir es halt noch nicht, aber wir wissen es. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, weißt du aber wahrscheinlich nicht, weil. Doch, doch, ich kann es mir vorstellen. Ich gebe es ihm weiter, weil. Jo. ASAP. So ganz ehrlich, möglich. Wenn ja, der Balam Scherze sagt, Conova ist weg. Ja, schon. Coronavirus ist nicht hier. Dann, Bro, was? Wir machen direkt ein Event. Ciao. Ja. Andere Sachen ready, zum sagen, wenn jetzt morgen Corona fertig ist, dann. Bro, safe. Event ist nämlich public, etwas zurück an People, alles free, alles drin. Wir haben es gehört. Wow. Stay high. Rated. Ganz krass. Wir haben es gehört. Auf jeden Fall, Hotpot wird sicher auch live dabei sein. Hey. Also kommt auf uns zu, wenn ihr uns seht. Krass, auf jeden Fall. Wir haben noch eine letzte Frage. Ja, ich glaube, ich weiß schon, was das ist. Sehr viele Leute gefragt haben, sehr viele Leute haben die Frage gefragt. Darf ich raten, was es ist? Was? Ist die Schuhgröße von Tom. Korrekt. What the fuck? Ich habe es schon mega oft gesagt, 31. Ich habe Behinderung, Mann. Das ist mega uncool, dass das Leute immer fragen, Mann. Nein, aber jetzt mal ganz ernst. Ja. Ich habe mir jetzt gewusst, was für eine Frage. Alles gut, gut, alles gut. Gedacht, wir machen jetzt eine extra Frage. Ja, nein, ja, nice, die Frage ist etwa, ich glaube, 63 Mal gefragt worden. Nur. Was heisst SBN? Damn. Hitte mich jetzt off guard, Bro. Ganz einfach. You caught me lacking in 4K, Bro. Okay. Super, perfekt, danke, vielmals. Ja. Bro, ich sag nur etwas, nein, sorry, ich gebe dir schon eine kurze Antwort. Bro, keiner weiß, aber jeder weiß. Mm, absolut. Absolut. Das, was du weißt, das, was du weißt, das weißt du, ob das ist, was ich weiß, weißt du nicht. Und ich weiß es halt auch nicht. Wegen dem, jeder weiß, aber maybe weiß er es. Und ich weiß es nicht. Maybe weiß ich es. Und er würde es gerne wissen, ob du es weißt. Und wir wissen es halt alle noch. Was weißt du eigentlich, ganz ehrlich? Was weißt du? Nein, was weißt du eigentlich? Was weißt du? Weißt du, was ich meine? Yeah. Jeder ist Verdächtiger, jeder ist schwieriger, Bro. Aber die sind ein bisschen sass, he? Bro, look, es ist halt SBN. Es ist halt, wie soll ich sagen, es heisst ganz ehrlich. Bro, nein, geht nicht. Wir haben mit dem Tod geschworen, dass man das nicht sagen darf. Ja, aber jeder weiß und keiner weiß. Wir haben darum gekämpft, aber das ist natürlich verständlich, dass man die Antwort hat. Dass er das aus rechtlichen Gründen auch nicht sagen kann. Super. Oh, ja, viel Geld im Spiel. Auf jeden Fall danke vielmals für die Beantwortung der Frage. Ich hoffe, Bro, Fans haben ihre Antworten bekommen. Wir kommen jetzt zur abgespaceden Frage. Wir haben jetzt endlich einen Namen für das Modul. In der abgespaceden Frage geht es darum, um eine Frage zu stellen, die man sich vielleicht nicht alltäglich stellt und wo man ein bisschen aus sich heraus philosophieren kann und seine eigene Meinung dazu kann geben. Ich muss mir ganz schnell bequem machen. Alles gut, alles gut. Bro, machst du bequem. Das ist mir wichtig, Bro. Das ist sehr wichtig. Super. Genau. Wir gehen Schritt für Schritt durch. Wir fangen bei euch an, dann mit Mädchen also bei mir. Sorry. Und genau, dann tun wir das zusammen nochmal diskutieren. Die Frage ist, glaubt ihr an Geister? Strickstrich, habt ihr schon mal Erfahrungen gehabt mit Geistern? Tom, wir fangen... Also, ich eindeutig, ja. Eindeutig, ja. Okay. Also glaubst du an Geister? Ich glaube daran und ich habe auch schon Begegnungen gehabt. Okay. Was für Begegnungen hast du denn schon gehabt? Ich bin einmal heimgekommen nach einer SBM-Party, es war etwa 5 Uhr morgens. Und dann habe ich in den Spiegel geschaut und ich habe einfach einen Geist gesehen, Bro. Augen sick bis da runter. Tod in den Augen. Weißt du, was ich meine? Weiss. Wow. Alter, what the fuck? Habe ich mir gedacht, was ist das? Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das ist mein Spiegelbild. Ah, okay. Aber so die erste Impression, weißt du, so da. Damn, du bist ein Ghost. So, what the fuck, weißt du? Ja, ja, klar. So, die Impression, Bro, die kannst du mir nicht nehmen, weißt du, was ich meine? Und das nehme ich mit ins Grab. Inshallah. Auf jeden Fall. Ich gebe weiter an meine Homie. Wie sieht es bei dir aus? Bro, jetzt ganz ehrlich, weißt du, ich glaube an Geister. Du glaubst, dass es Geister gibt? Ja, also Geister nicht so, jetzt weißt du, wenn ich jetzt so wirklich deep gehe. Ich bin halt schon auch ein religiöser Mensch. Klar. Und halt.
in meiner Religion gibt es halt auch so Geisterwesen und, okay, und das Zeug. Sahin, Bro, geil, Shine, oder wie heißt denn die? Bro, Jin, Bro. Jin, mein Winger. So, yeah, so Sachen halt. Also ich bin mir eigentlich recht sicher, dass es andere Energien gibt um uns noch herum. Okay. Aber ich sage nur etwas, ja, ich glaube an Geister, aber ich glaube nicht, dass FCB wird den Meister. Okay, ja. Aber was für Geister? So menschliche Geister oder so eher so natürliche Geister? Aber was heißt natürlich? Weißt, das ist ja, weißt du, so wie man sie aus dem Film kennt. So, so komische Gestalten. Nein, ich meine eher so aus der Natur raus. Weißt du, so, keine Ahnung, so Berggeister oder so. Baum, Bro. Genau, oder, yeah, oder sind Geister wirklich verstorbene Menschen so für nein, dich? Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, es oder, in, so, oder in deinem Glauben, sagen wir so. Ja. Yeah. Was also, für eine Gestalt ist, hat das so in etwa? Wie können wir uns das vorstellen? Ich sehe das jetzt so, sagen wir eben, jetzt vom Mensch aus, einfach mal bei uns selber an. Schlussendlich, wir haben ja einen Körper, oder? Und in mir drin ist ja eine Seele. Ja. Oder? Das ist ja auch eine Energie. Und ich glaube halt, dass Geist, oder eben, das Wort Geist ist halt so auch ein bisschen schwierig, weil wir assoziieren das viel zu fest mit so, eben so spooky Weise, ja, so gewisse Dinge. Und ich glaube, ich würde das eher als Energie bezeichnen. Und ich glaube, so Geister, eben, wie man das jetzt nennen, das sind halt, eben, ich kann es mir vorstellen, dass es wie so menschenähnliche Dinge sind, aber ich würde es jetzt eher als Energie bezeichnen wollen. Okay, eben, okay. Es ist schwierig so zum Antworten. Ja, es ist ja, auch präsent, ja, genau, okay, genau. Es ist auch präsent. Und eben jetzt in der Religion, es gibt ja auch, lustig, ich habe gestern ein Video geschaut über Exorzismus. Ah, krass. Das ist ganz funny, ja. Und was ist da gegangen? Bro, wie man Geister aus Menschen austreibt. Okay. Und es ist um so eben, Befreiung nennen sie das eben. Das ist eben ein ganz heikles Thema im Bro, wie heißt das? Katholizismus und so weiter, glaube ich, genau. Mm-hmm. Und dort eben, böse Geister gehen halt in dich rein und es gibt auch gute Geister, weißt du, so, ja. Okay. Was hast du, Etienne? Glaubst du an Geister? Schon mal etwas mit Geistern zu tun? Hast du schon Kontakt gehabt zu ihnen? Nein. Nein. Korrekt, also ich habe nie das Gefühl gehabt, irgendwie so, da ist etwas Übernatürliches, was ich nicht sehe, ja, oder wo ich auch würde sehen, in was für Gestalt auch immer, habe ich nie wirklich das Gefühl, also ich glaube nicht daran. Ich kann mir gut vorstellen, oder ich kann auch Leute nachvollziehen, die daran glauben. Mhm. Also ich finde das jetzt nicht etwas Verwerfliches, dass du sagst, okay, doch, du glaubst an das, aber ich selber eher nicht. Und eben, ich habe nie irgendwelche Interaktionen gehabt, wo ich gedacht habe, doch, da ist irgendetwas Übernatürliches, was jetzt um mich herum passiert oder so. Du, Bagi, was ist noch etwas sagen? Ich habe gerade noch etwas sagen, ist mir gerade ein bisschen in den Sinn gekommen, weil wieso ich auch so überzeugt bin, also nicht überzeugt, dass ich eben daran glaube. Ich habe einmal, ich weiß nicht genau, wie es heisst, ob es Schlafparalyse heisst. Ja, so, ja, genau. Ja, ja, ja. Ich bin mal am Schlafen gesehen. Hast du gemerkt, wir fahren jetzt gerade die ernste Schiene, weil ich jetzt auch die ernst. Bro. Bro, und ja, ich bin am Schlafen gesehen und dann habe ich die Augen aufgemacht und ich konnte mich nicht bewegen. Das typische Anzeichen für eine Schlafparalyse. Genau, und dann habe ich die Augen aufgemacht, Bruder, ich habe nichts gesehen, Bruder, ich habe mein Leben nicht mehr gecheckt, weißt du, ich habe meine Arme bewegen, nichts gegangen. Und dann habe ich irgendwie so nach links schauen, nach rechts schauen und dann ist so, es ist ziemlich dunkel, aber dort ist so ein dunkles Wesen gestanden. Okay. Es ist dunkelhäutig gesehen, ich habe das Gesicht nicht erkannt, aber es hat bei mir so eine. Nein, Bro, es ist wirklich ernst. Ganz ernst. Jetzt. Und ich habe es neben mir gesehen. Und das ist so, es hat wirklich ausgesehen wie ein Mensch. Aber Bro, ich habe keine Angst gehabt. Ich habe mich wohl gefühlt, weißt du? Und wegen dem. Also hast du dich wohl gefühlt, weil du gewusst hast, dass es nicht echt ist? Nein, ich weiß eben nicht. Ich habe das so angeschaut, Bro. Und da ist auf der am Chillen, da hat mir nichts böse machen. Und dann hat er auf Comeback gehabt, ich aufwache dann. Krass. Und eine Zwischenfrage, so, Bro, schnell. Ja. Was ist in dem Chai drin gewesen, Bro? In sag dem? Mir das sofort, ja. Bro, look, das klären wir nachher. Bro. Easy, Bro. Ja. Okay. Adrian und du, Bro, jetzt mal so aus meiner Perspektive aus, hast du schon mal mit Geistern Kontakt gehabt? Würdest du dir wünschen, mit Geistern Kontakt zu haben? Oder ist das eher für dich spooky-mooky, weißt du, so etwas, wo du sagst, no way, ich distanziere mich ganz obviously direkt. Mhm. Oder sagst du eher, wenn es denn sie müsst, könnte ich mich auch damit abfinden,
so einem Geistwesen gegenüber zu treten und dementsprechend dann auch davon zu berichten. Okay. Ich gebe dir hier meine Overall-Meinung und meine ganz ehrliche Meinung auch zu diesem Thema. Mhm. Ich persönlich glaube nicht an Geister. Das ist immer die Diskussion, die wir auch letztes Mal schon gehabt haben bezüglich Aliens. Nur bin ich mir bei Aliens ein bisschen bewusster, dass wir das nicht können wissen, weil halt einfach noch so viel außerhalb von uns herum passiert. Und bei den Geistern passiert halt wirklich, das passiert in unserer Welt, also nicht nur mehr in der Atmosphäre, sondern da erleben wir das hier auf der Erde. Ich bin ein Mensch, der sehr faktenbasiert ist. Ich glaube Sachen erst, wenn ich sie sehe. Bei Geistern bin ich der Meinung, dass das etwas ist, wo erfunden worden ist oder wo man sich so mal ein bisschen rechtfertigen, ja, das sind Geister gewesen, weil man sich etwas nicht hat können erklären. Mhm. Ein grosses Problem, das ich habe mit dem, ist immer, wenn ich irgendwelche Videos sehe von irgendwelchen Leuten, die Geister gesichtet haben, es ist immer richtig schlecht aufgenommen worden und es sind immer so Leute, die das halt irgendwie erzählt haben, wo also wirklich so träumerisch, also nicht faktenbasiert, nicht oh, ich habe das genau so gesehen und so hat sich bewegt, sondern es ist immer, vor allem wenn etwas gefilmt worden ist, also wenn sozusagen ein Proof, also ein Beweis kein Indiz, sondern genau, ein Beweis. Beweis da ist immer mit mega schlechten Kameras aufgenommen worden oder mit einem mega alten Handy oder was weiß ich. Ich habe noch nie ein Erlebnis gehabt mit Geistern. Ich höre das auch mega oft, dass man sagt, ja, ich bin in den Raum gekommen oder in die Kirche oder in das alte Haus und ich habe mich irgendwie ein bisschen komisch gefühlt. Ich bin der Meinung, man hat einfach Angst. So, man setzt sich das einfach in den Kopf und denkt, oh, da könnte etwas sein und oh, ich gehe nicht in das verlassene Haus, weil das hat so ein bisschen einen komischen Vibe. Wir sehen einfach zu viel Film. Und in den Filmen wird das halt immer so erklärt, ja, man geht in ein verlassenes Haus und dort sind irgendwelche Geister und irgendwelche Seelen. Ich bin schon, keine Ahnung, 20, 30 verlassene Häuser gesehen, ich habe nie das Gefühl gehabt, nicht weil ich sage, oh, ich habe nicht Angst, dann hat man mal Angst, aber nicht Angst, dass man einen Geist konfrontiert oder andere Seelen, sondern dass man irgendwie, keine Ahnung, von einem Psycho irgendwie von der Ecke angegriffen wird oder sonst irgendetwas. Ich habe gestern auch ein sehr interessantes Thema gesehen, auch vom Joe Rogan Podcast, wo der eine erzählt hat, dass er einen Geist daheim hat. Und das ist eben so das Typische gesehen. Er hat ein Video gezeigt, er hat in seinem Haus Kameras eingerichtet gehabt, wieso auch immer. Und hat ein Video gezeigt, wo sich etwas bewegt hat im Dunkeln. Und das hat irgendwie so einen Effekt kreiert, dass es aussieht wie so ein Strahl. Also weißt du, so eine Strahl, der sich so verbindet und der Strahl tut irgendwie so rumfliegen. Und Joe Rogan hat auch ganz ehrlich gesagt, das ist eine Motte, das ist ein Fliegen. Der Punkt, warum das so aussieht, ist wegen der Kamera, weil die Kamera einfach zu langsam ist und zu wenig Bilder pro Sekunde machen kann. Das heißt, es wird so verzögert. Und das sieht dann aus. Das ist wieder Beweis dann. Genau. Das sieht so aus. Und er ist voll überzeugt und gesagt, nein, mein Haus, da sind Geister drin und so. Und ich habe jetzt Mühe mit dem, eben, dass man noch nie wirklich effektiv etwas so auf die Beine stellen und sagen, doch, wir haben jetzt hier den effektiven Beweis. Auch wie bei einem Ouija-Board. Ich weiß nicht, haben wir das schon mal gemacht? Bei wem? Der Ouija-Board. Es ist so ein grosses Brett, also Ouija-Brett, wo du so mit Geistern kannst kommunizieren. Ah ja, das Ding. Genau, und dann hast du irgendwie so zusammen die Hand und dann fährst du so über Buchstaben. Und immer wenn sie ein Thema schon gewusst haben im Voraus, irgendwie sie haben über den toten Grossvater geschwätzt, hat die Gruppe immer genau auf die Buchstaben, sind immer dort gehalten, wo sie genau über das Thema diskutiert haben. Dann hat man mal ein Tuch darüber gemacht und hat gesagt, okay, schaut mal nicht, wo ihr anlaufen. Und jetzt absolut keinen Sinn mehr geben. Mhm. Und das ist die Mühe, die ich habe mit Geistern. Ich bin fest davon überzeugt, dass es erfunden ist. Ich weiß, haben da schon mal so Ghost Stories gesehen, so Leute, die irgendwie so Fernsehshows machen, wo sie in so Höhlen gehen und Geister kommen. Voll übertrieben. Und voll auf keine Fakten basiert. Aber glaubst du an die Seele oder glaubst du, dass in dir etwas drin ist? Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Glaubst du nicht, dass die Seele auch rausgehen können? Nein, ich glaube nicht. Ich habe einen Kollegen in meiner Wege, der Shoutout an Can, der hat mir das letztens erzählt, einfach so, ich glaube, das ist gerade passend. So, er hat mir mal erzählt, dass es mal einen Typ gegeben hat, der hat ein Experiment gemacht. Ja. Und die haben eben die Schlafparalyse oder so, oder Astralreise, ich weiß nicht genau, ja. So Zeugs haben sie halt irgendwie erforscht. Kannst du ja rausprovozieren. Ja. Genau. Und dann ist es so, dass die Person geschlafen hat. Und dann man kann irgendwie messen, wenn das Zeugs anfängt, wenn man so anfängt, aus dem Körper rausgeht und so weiter, weißt du, dass die Seele rausgeht. Und dann ist es so, dass die Person, die eben auf dem Bett gelegen ist, am Schlafen war und dort, wo eben die Reise angefangen hat, oder beziehungsweise der Austritt aus dem Körper, dass dort der Körper um 600 Gramm weniger gewogen hat. Okay.
Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Das ist wie Energie, wo, weißt, Energie ist ja schlussendlich auch, hat auch Gewicht. Weißt du, was ich meine? Meine Seele wäre vielleicht 10 Kilo schwer. Okay. Ja, aber weißt du, was ich meine? Ja, 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 klar. Also, das. Und das ist ein Experiment, das sie wirklich gemacht haben, wo sie abgewogen haben. Genau. Okay. Genau, okay. Dass ich weiß, dass man, weißt, wenn ich so, wenn schon eine Seele etwas, also die Energie aus der rausgehen kann, dann. Hast du den Beitrag? Weißt du, darf ich kurz ehrlich, noch etwas dazu sagen? Ich will nicht zu viel reden, weil der Kollege, ich löse das FaceTime mal. Aber ich schicke dir das, ja, ich sag bloß. Ja. Humbug. Bro, aber ich finde das jetzt schade, weißt du? Ich finde das jetzt schade. Bro, nein, aber lass doch einmal, ich meine, medizinischer Sicht, auch, du weißt ja auch ein bisschen mit Körper, was sagst du zu dem? Gibt es da von deiner Seite gerade eine Erklärung? Humbug. Warum Humbug? Nein, wenn man so einen Körper aussetziert und so, es geht nichts, der kommt nicht raus, weißt du? Ja. Da gibt es keinen Zwischenraum, wo sich das aufhalten könnte oder irgendetwas. Okay. Es geht da, wie du sagst, Facts und so, das gibt es nicht. Glaubst du nicht an Seele, Bro? Nein, Bro. Wirklich? Nein! Und das hat mir bisher im Leben auch noch nicht geschadet, dass ich nicht daran glaube dass ich daran glaube, was ich nicht mache. Ich habe etwas ganz anderes noch, wo ich gerne kurz wieder Zäsur machen würde. Ja. Das war für euch noch Ring dabei. Ah, okay. Ich würde ganz schnell wieder gehen. Oh, fuck. Scheiße. What the fuck. Es ist ein bisschen Münze verloren. Jungs, da. Bro, pack das Kleingeld mal lieber an. Ah, oh mein Gott. Oh, cool. Jungs, die haben wir extra für euch noch bedrucken. Sehr cool. Wow. Kann ich da gerade schon mein Segeling absetzen? Kann man das Geld irgendwie so... Ja, ja, das ist sehr cool. Es ist beide die gleiche Größe. Was du das hast? Natürlich habe ich ein bisschen dünnere Finger. Das ist, glaube ich, sag mal. Also, Münze ist ein 9. Sehr wichtig, Jungs. Weißt, ich finde, die Ringe haben auch eine gewisse Kraft, oder? Ja, Jungs. Energie, ja. Bro. Und ich hate, was mir immer wichtig ist, ich hate niemanden, der daran glaubt. Wenn es dir gut tut, wenn du das nice findest, just do it. Sobald man aber Bro, dass du Humbug sagst. Eben, sobald man anfängt, so andere zu offenden, dann habe ich keine Lust mehr, weißt du? Dann bin ich so wie so eine kleine Muschel, die so in ihre Shell geht, weißt du? Bro, leben lassen, und das ablockt. Ja, Bro, und ich lebe dann so in meiner Shell, Bro, absolut. Und wer durch seine Seele leben will, lebt halt seine Seele, Bro. Ah, korrekt. Ich sehe das auch so. Ich sehe das auch so. Ich finde, im Moment ist ja auch wie ein Thema von Religion. Soll jeder das glauben, was er für richtig haltet? Ja, da begeistert. Ich sage eben, ich habe einfach gesagt, das ist meine Meinung. Seele ist auch ein mega gutes Thema. Ich glaube schon an Seele, aber ich glaube auch nicht so, dass die Seele so den Körper verlassen, sondern dass jeder Mensch so seine eigene Seele hat und das auch so ein bisschen sein Leben bestimmt. Aber nicht so, wie man es so sich vorstellt. Eben so, die Seele verlässt den Körper oder geht in einen neuen Körper. Ich glaube weniger an das. Okay. Ich respektiere das. Mhm. Ich sage jetzt nicht wie Tom Humbug. Ja, ja, klar, klar. Ich respektiere das, weißt du, und ja. Ja, das ist cool. Weißt, Tom und ich, wir haben da in so Sachen wirklich ganz andere Meinungen. Auf jeden Fall. Und meistens beleidigt der Tom mich und ich werde dann hässig und dann haben wir die Diskussion dann abgeschlossen. Ja. Ich lasse mich jetzt, ich kommentiere das nicht weiter. Ja. Oh, my bad, sorry. Easy, aber, Bro. Nein, ich nicht mehr cool, Pozier, ganz du, ehrlich. Ja, Etienne. Finde ich cool. Was misst man dir denn zeigen, quasi an Beweis, dass du es würdest glauben? Oder wie misst man das fachlich belegen können, dass es das doch gibt, dass du das auch glaubst? Wenn, sagen wir mal, ein Video nicht langt, wo jemand findet, da ist ein Geist zu sehen. Was müsstest du haben, dass man das als Beweis ansehen? Ja, das gleiche wie bei Aliens. Ich glaube erst, dass es Aliens gibt, nicht wenn man ein Foto sieht. Ich meine, die Fotos sind ja auch das perfekte Beispiel von so UFOs. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Fotos gesehen habt von Leuten, die UFOs gefotet haben. Ich meine, das ist ja nichts, das ist irgendein Streifen. Das könnte ein Vogel gesehen sein. Mm. Und Leute sagen, oh, ich habe den UFO gesehen und ich habe mich an dem Tag komisch gefühlt und so. Begeistert, genau wie bei Aliens, ich glaube das, wenn die fucking auf dem Times Square landen oder auf dem UFO, wie Elon Musk das gesagt hat, da kommen mit ihrem Raumschiff und sagen, wir sind da. Und bei den Geistern genau gleich. Ja, aber dann müsst ihr dann... Müsstest du ein Video sehen, wo sie sagen, ey, wir sind da. Nein, wenn du von einem Foto nicht glaubst. Effektiv eine Nachricht, eine globale Nachricht, die heisst, wir haben Geister gefunden, mit denen und denen Beweis, wir haben mit denen können kommunizieren. Ich kann nicht sagen, ab dann glaube ich an Geister. Ich innerlich sage einfach, Geister gibt es nicht. Ja. Was es braucht, damit ich wirklich
daran glaube, ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube, wenn ich das wirklich sehe, hey, da ist jetzt wirklich ein Forscherteam dahinter gesehen und die haben den Beweis, dass das gekommen ist. Der Punkt ist, wenn man weiß, dass Geister existieren, weiß das nachher jeder. Mhm. Das ist wie eine Pandemie, das weiß nachher jeder. Genau wie bei Aliens. Mensch, wir sind bald anderthalb Jahre drin und ich habe das Gefühl. Glaub noch. Die glauben es immer noch nicht. Ja, das ist natürlich klar, dass ein Großteil wahrscheinlich immer noch wird sagen, nein, Geister geht es nicht. Und so wie die Leute sagen, Corona geht es nicht. Ich persönlich würde einfach sagen, wenn der Beweis da ist, man sagt, hey, wir haben Geister gefunden, Seelen gefunden, die irgendwie kommunizieren, dann glaube ich das schon. Bro, ich glaube, so Geister und so Zeugs, das sind so Sachen, die man glaube nicht sehen kann. Ja, ja, klar. Das sind so Sachen, die man spüren muss. Ja, ja, logisch. Weil, ja, weißt du, zum Beispiel jetzt ganz ein banales Beispiel, Bro. Hast du jemals das Konoha-Virus gesehen, Bro? Nein, ja nicht. Was hast du gesehen, Bro? Bilder? Nachrichten hauptsächlich. Bro, hast du es gesehen? Nein. Hey, Bro, es gibt kein Konoha-Virus in diesem Fall, oder? Kann ich so nicht bestätigen. Siehst du, ganz genau, es ist ganz banal. Ich bin kein Corona-Leugner. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Gönnt euch impfen, zieht Maske, Abstand. Nein, ich sehe da. Also, kein Körperkontakt. Logisch, aber. Wie soll ich sagen? Ich bin auch nicht hundertprozentig davon überzeugt, ja, Corona ist so und so und genau so ist es. Und so. Ich bin ja auch offen. Ich glaube ja auch nicht alles, was man erzählt. Klar, ja. Genauso wie, dass ich nicht glaube, dass Corona nicht existiert. Ich meine, da gibt es etwas. Wir wissen, es gibt eine Krankheit, wir wissen, Leute sterben dran. Wir wissen, es gibt die Bakterien und so weiter und so fort. Mehr kann ich auch nicht glauben. Und das gleiche Prinzip bei Geister. Ich kann nicht glauben, dass es nachher alle Geister gibt und dass es Geister gibt, die im Tuch rumlaufen. Für mich im Moment im aktuellen Zustand. Ah, ich wollte sagen, genau. Im aktuellen Zustand. Aber ich bin offen, wenn, genau gleich wie bei Aliens. Ich auch, wir haben darüber gesprochen. Ich habe bei Aliens auch recht die Theorie, dass ich sage, ich glaube nicht, dass es das gibt. Wenn es das gibt, ist es nicht so, oh nein, das kann nicht sein. Ich bin offen. Ich bin offen. Zu dem Zeitpunkt glaube ich, dass es das nicht gibt. Perfekt. Maybe ich sehe schon mal einen. Bro. Absolut. Ich hoffe, dass es nur ein guter ist. Absolut, ich hoffe auch. Ich hoffe nicht, dass es Tomsi Geist ist. Gibt's ja auch sonst, du bist am Studio. Bro, sorry, ich habe nicht Tomsi gesehen. Ich sitze da, ich genieße, ich los zu, ich verarbeite. Hat es noch Chai? Bro, hektisch. Ich inspect, adapt und overcome, oder? Ja, und das ist für mich okay. People, zuhören, das auf sich wirken lassen. Und im Kopf kann man sich natürlich die ganze Humbug denken. Das mache ich auch die ganze Zeit. Ist ja nicht verboten. Das Aussprechen ist dann natürlich direkt fürs Gegenüber ein schwierig. Amen. Nein, das ist, glaube ich, so ein Schlusswort gesehen. Das ist ein sehr guter Abschluss gesehen. Sehr guter Abschluss gesehen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich möchte sagen. Es ist schön gesehen, euch hier dabei zu haben. Damn, kann man nur zurückgehen, Mann. Ja, dass die Leute euch mal noch anders auf der anderen Seite kennengelernt haben. Persönlicher. Von rechts jetzt sehr viel. Rechts jetzt. Links. Nein, Jungs, ich finde es gut, dass ihr das macht. Ich wünsche euch da auch viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Danke vielmals. Weil ich hoffe, weil in Basel haben wir das nicht. Mhm. In Basel haben wir niemanden so Zeugs gemacht, weißt du? Man lernt sich kennen, weißt du? Und ich sehe da viel Potenzial bei euch. Ja, ebenfalls auch bei SBN kann man auch sagen. Danke vielmals. Danke. Ich glaube, das ist so auch noch kurz zum Schluss. Ich glaube, SBN ist noch am Anfang. Ich glaube, es gibt noch recht viel Luft nach oben und viele Sachen, die planen. Viele Sachen, die wir uns draußen noch nicht vorstellen können. Und ich wünsche euch auch Schönes, Bro. Ganz viel Erfolg auf jeden Fall. Danke. Wir drücken euch Zeigefinger, wie sich das gehört bei uns. Danke vielmals. Und wir noch etwas verlosen? Wir verlosen jetzt noch etwas. Wollt ihr es verlosen? Nein, mach nur. Machen wir es zusammen. Machen wir es zusammen. Was machen wir? Also, wir verlosen jetzt ein T-Shirt. Yeah. Jeder, der ein T-Shirt gewinnen will, soll den Hotpot. Genau, den Hotpot auf YouTube abonnieren. Nein, was? Auf YouTube abonnieren. Auf Instagram abonnieren. Alle Bilder liken. Nein, Bro, wir überlegen uns noch etwas. Es gibt einen Post von Ihnen und dann. Es gibt auf jeden Fall noch ein T-Shirt zu gewinnen. Bekommen wir dann auf Insta mit. Und ja, nochmal danke, vielmal. Danke euch wirklich, Jungs. Coole Schicksal. Sehr geil. Es hat Spaß gemacht. Nochmal riesen Applaus für SBN. Danke mal, Leute. Danke mal. Und sorry an alle Gehörlosen, dass wir jetzt nicht Gebärdenspruch geredet haben. Der nächste Hotpot wird von mir begleitet, die ganze den Gebärdenspruch, damit er auch noch etwas davon hat. Dankeschön. Danke. Ciao zusammen. Ciao. Tschüss.